Hallo. Wie ist das Befinden? Morgen ist es soweit. Morgen. Nur noch 23 Stunden. In 23 Stunden stehen wir vor einer Pokémon Presents. Und wenn ihr sehen wollt, wie jemand sich darüber schadenfreudig totlacht, wie alle enttäuscht werden und sich darin labt, wie alle sagen, hä, das war's? Dann solltet ihr morgen in 23 Stunden hier einschalten, wie ich den Finger auf alle zeige und sage, guckt euch nur an. Schämt ihr euch nicht, was für Informationen ihr, was für Gerüchte ihr an den Tag gebracht habt. Und jetzt schaut euch an, wie lächerlich ihr dasteht. Oder ich werde sagen, yay, alle hatten recht, cool. Ich zeige mit. Oder wir stehen dumm da und denken uns, hey, es ist tatsächlich passiert. Hey Marco, dankeschön für 19 Monate. Das ist schon eine ganze Zeit, 19 Monate. Es kommt mir alles so frisch vor, vieles. Seitdem ich so viel Pokémon-Zeug mache. Ach, wir kriegen doch morgen Remake von Johto und Gen 5 und Leo wird weinen. Ich werde mich so freuen. Nee, ich würde mich ja darüber freuen. Aber warum soll ich mich auf etwas freuen, was wahrscheinlich nicht passiert? Ich freue mich, wenn es passiert, ganz einfach. Das ist ja mein Punkt. Hört auf, etwas zu hoffen, was wahrscheinlich nicht passiert. Oder was vielleicht nur, was allein wenn es zu 50% passiert, hört auf, es zu erhoffen. Freut euch, wenn es tatsächlich passiert. Vorfreude ist die schlimmste Freude. Hey Itako, lass da mal kurz eine Runde machen. Hallo Happens, hallo Angel, hallo Danu, hallo Sakura. Danke für deinen Twitter-Kommentar. Hallo Verox, hallo Maurice, hallo Ferret, hallo Hannes. Das Skript allein ist ja schon eine halbe Masterarbeit. Ich habe es vorhin durchgelesen, mein Gen 4 Skript. Und ich habe es laut vorgelesen und eine Stoppuhr angemacht. 1:15 habe ich gebraucht, um es nur vorzulesen. Ohne Sachen dazwischen zu schneiden oder ne, einfach nur blankes Vorlesen. Natürlich mit Betonung und Pausen. 1:15, um das Skript überhaupt durchzulesen. Also ja, das Video wird sehr lang. Aber ich will es nicht teilen. Ich will keine Teile draus machen. Aber es wird gut. Ich kann euch ein paar... Nee, es ist immer so, wenn ich dann ein paar Stellen euch vorlese oder sowas, dann sagt keiner was. Das ist voll cringe und so, deswegen. Nee. Am Mittwoch werde ich es aufnehmen. Aber vielleicht wird morgen was verkündet, sodass wir am Mittwoch etwas streamen müssen. Aber ich glaube, wenn was Krasses verkündet wird, dann wird es nicht instant released. Mal schauen. Und dann bin ich im März eine Woche nicht da und wehe, da passiert was. Wehe, es kommt wieder was raus, genau in dem Moment, wo ich nicht da bin. Was haben wir hier für Zettelchen? Wir haben JJ mit einer Schnecke. Wir haben Verox mit einem Nidorina. Wir haben Anne mit einem Kramchef. Und Itako mit einem Cresselia. Wusstet ihr, dass Cresselia immer weiblich ist? Hey. Hallo Schrick. Hallo JJ. Hallo Mr. Ferrero. Hallo Drarot. Hallo Itako. Den haben wir noch nicht. Hallo Denji. Danke fürs Glück. Kann erst morgen ab ca. 16:20 schauen. Ich sag's nochmal, wenn ihr wirklich nicht gespoilert werden wollt, macht jetzt schon den Pokémon YouTube-Channel auf und bookmarkt euch das oder sowas und geht direkt auf den Pokémon YouTube-Channel. Sucht nicht, nachdem die Präsenz passiert ist, auf YouTube nach der Pokémon-Präsenz. Ihr werdet Thumbnails sehen, die euch alles spoilern werden.
Sucht euch jetzt schon das Video raus, wo es kommen wird, und geht direkt auf das Video. Ihr werdet, egal wo ihr nach etwas sucht, ihr werdet sofort gespoilert. Ihr dürft nichts aufmachen. Und wir werden auch nicht davor zurückschrecken. Der Discord, unser Discord oder sonst irgendwas, da muss jeder aufpassen. Mauri, du bist ein Dementeros. Wann geht es los? Kannst du mal ein Video über Pokerus machen? Sagst du es absichtlich, weil du weißt, dass ich eins machen will? Ich habe schon ein Video zum Pokerus geschrieben. Ich muss es nur aufnehmen und machen. Aber es gibt Wichtigeres. Pokerus läuft nicht davon. Wusstest du das? Weil ich habe das schon öfter erzählt, glaube ich. Hallo Kyogre. Sigard Raid Event Incoming im März? Das wäre mir sehr egal. Hallo Juli. Doch, macht 2 bis 3 Parts? Nein. Hannes, du bist ein Scuntank. Die Fusion aus Johto und Einal fand ich schon so strange, dass ich dachte, hoffentlich kommt es. Nein, diese Cover sehen auch so fake aus. Viele Fanmade-Sachen sehen einfach nicht so aus, wie Pokémon tatsächlich designen würde. Akuma, du bist ein Pikachu-Chilla. Oder Chinchilla? Ist das das nächste? Pikachu-Chilla wird zu Chilla-Bell. Freust du dich schon auf die Ankündigung der neuen Johto-Spiele? Nein. Mich wundert, dass es bisher noch keine Leaks gab für die Presents morgen. Warum sollte es Leaks geben? Es gibt so gut wie nie Leaks zu Presents. Was du meinst, sind Gerüchte und davon gibt's genug. Du hattest mal gesagt, dass es sich nicht lohnt, eins zu machen. Oh, das ist dann aber viel länger her, weil ich habe eins geschrieben und ich will das auch irgendwann machen. Irgendwann, wenn ich kein Video habe, was wichtig ist, oder kein Video weiß, was ich machen will, dann mache ich das Pokerus-Video. Ist komplett geschrieben. Seit heute habe ich alle männlichen Shiny Arbor und mir fehlen jetzt noch 2 Weibchen. Ich bin so sauer. Ich habe festgestellt, dass ich in Pokémon Home ein weibliches Abra habe. Das heißt, das männliche Abra, was wir letztens hier gefangen haben und ich dann aus Versehen nicht gespeichert habe, wäre perfekt gewesen. Weil dann hätte ich jetzt das weibliche Abra entwickeln können zu Simsala und hätte ein männliches Abra. Das heißt, es war wirklich ein Shiny Fail. Wo ich kurz gesagt habe, ist das jetzt ein Shiny Fail, weil ich ein Abra verloren habe, das ich nicht gebraucht habe? Ich hab's gebraucht. Und gestern habe ich auch wieder gesucht. Gestern Nacht. Und habe ein männliches Simsala gefunden. Und ein männliches Kadabra. Es will kein Ende nehmen. Ich will doch einfach nur Gen 3 und Gen 4 auf der Switch. Du hast Gen 4 auf der Switch nur als Remake. Gen 4 auf der Switch wird sicher nicht kommen. Die nächsten 30 Jahre nicht wahrscheinlich. Wobei, 30 Jahre ist übertrieben. 10 Jahre? Hallo Devos. Du hast dir ein 3DS geholt mit etlichen Pokémon-Spielen. Sehr gut. Erst gestern der Shiny Hisui-Ball explodiert und ich hatte vergessen zu speichern. Hab 40 Minuten gebraucht, um wieder eins zu finden. Warum speicherst du nicht vor deinen Shinies? In Gen 8 und 9 haben wir doch den wunderschönen Vorteil, dass wir vor Shiny speichern können. Hallo, was willst du machen? Es explodierte sich so. Ich habe noch sehr viel anderes zu erzählen, aber wir können das machen, während ich einen Berg erklimme und immer wieder ein nicht shiny
Das ist was anderes. Was ist das? Ist das Zelda? Doch, das ist Wind Waker. KD. Abkürzung von Kunde. Also. Kunde. Vor allem K-D-N. Ach stimmt, das ist Clock Town. Aber das ist ja, aber es ist zumindest Zelda. KD steht für kein Ding. KD steht für Komma Dot. Kill, ich dachte auch zuerst an Kill-Death-Ratio. Da dachte ich zuerst dran. Also ich hoffe, ihr habt alle noch Ohren. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, warum das umgestellt war. Ich habe nichts geändert. Macht null Sinn. Ich versuche zu verstehen, warum das so ist. Denn nicht, dass es nochmal passiert. Ihr solltet jetzt kein Spiel hören, by the way. Ihr solltet nur Musik und mich hören. Weil die Spielmusik braucht man nicht. Die ist sehr nervig in dem Spiel. Wir kürzen das nur in der Anleitung und Prozessen ab. KD, AD, ID, LO. KD, Kunde. AD. Also AD ist bei uns Art Director. ID ist Idiot. LO ist Lustmolch. Wollte gerade anmerken, dass das Spiel keinen Sound hat. Was willst du hier hören? Sehr. Vor allem ist es halt nervig, weil du weißt nicht, auf welches Bild du schauen musst. Jetzt ist gerade perfekt, weil das Spiel gleichzeitig läuft. Aber ihr hört halt, im Moment ist es eingestellt, dass das links oben hört man. Was nervig ist, wenn das Shiny irgendwann auftaucht, wenn es nicht links oben auftaucht, werde ich keinen Sound dafür haben. Aber ich habe mir schon überlegt, dass ich dann fürs Video den Sound reinschneide. Von irgendeinem anderen Video, wo es jemand findet oder sowas. Einfach den Schiller-Sound. Weil es wäre sehr langweilig, wenn man den Schiller-Sound nicht hört. Es hat nicht wirklich so einen Schiller-Sound, aber es hat so ein... Es macht so... Aber wenn ich mit Sound hier spielen würde, würde ich jedes Mal wenigstens genau hinschauen, wenn dieser Sound auftaucht. Naja. Aber ja, das Spiel ist nicht so gut. Wie macht's? Was soll ich darauf antworten? Wie macht's? KKA, Krankenaktenauszug. IHKAWIDR. Ich habe keine Ahnung, was ihr da redet. ID, Innendienst, LO, Logistik. Ja, aber das sind trotzdem, finde ich, keine Abkürzungen, die man im privaten Gebrauch benutzen kann, außerhalb des Unternehmens. Weil woher soll jemand das wissen, dass diese Abkürzungen das bedeuten? Das ist wie wenn ich aus meiner Branche mit Abkürzungen rede. Wie eben, AD ist bei uns Art Director. CD ist Creative Director. CD kann aber auch Corporate Design heißen. KVA kennt vielleicht noch jeder. KVA wäre fast... KVA ist, glaube ich, allgemein genug, weil man das auch im privaten Gebrauch benutzt. AD ist für dich Active Directory. Okay. Kurz gesagt, hört auf, Abkürzungen zu benutzen. So wie AC für Animal Crossing oder AC für Assassin's Creed oder DBD für Dragon Ball Dully oder DBD für Dead by Daylight. Oder. Kaufhaus. KVA ist Kaufhaus. CD ist Compact Disc. Oh ja. Wie machst du das mit den anderen Katzen? Musst du dann Kolosseum nochmal durchspielen bis X wegen dem Meisterball? Nee, ich habe in den Meisterball hier schon reingecheatet. Den cheate ich mir dann nochmal rein. Man kann allerdings bei jeder, also
Ich cheat mir den Meisterball zwar rein, aber es ist logisch, an dieser Stelle den Meisterball zu haben. Ich habe nur nicht den Aufwand betrieben, mir den Meisterball zu holen an der Stelle. Und so wäre es auch genauso möglich für Suicune und Raikou einen Meisterball zu haben, weil man kann drei Meisterbälle in dem Spiel haben. Zwar nicht an den Stellen per se selber, aber es ist möglich, drei Meisterbälle zu haben. Aber anstelle die japanische Version zu kaufen und eine japanische Gamecube und Japanisch zu lernen, um das Spiel zu spielen, cheat ich mir einen Meisterball rein. Mach das doch nicht. Du definierst es als Cheaten, ich nicht. Das ist das Schöne. Ich mache das hier für mich, nicht für dich. Ja, aber für Zelda-Spiele sind Abkürzungen gerechtfertigt. Ja, Zelda SS. Oder Pokémon SS. Wer liebt nicht die Pokémon, die Spiele-Abkürzungen? Oder wie man mit 13 damals schrieb, Ildua, Ida, keine Ahnung, was du meinst. Habe ich erst ein Reset? Uff. Ildua, ich liebe dich über alles. Ida A, ich dich auch. Gott, cringe. Nee, ich kenne nur noch HDGDL und das war's. Roffel? MFG mit freundlichen Grüßen. Dickes B oben an der Spree. 1, 2, 3, 4. Hab dich gedisst, du Loser. HDGDL, hab dich gedisst, du Loser. ADGDLBDDTOS, hab dich ganz doll lieb, bitte, dicke, bis der Tod uns scheidet. Boah. Hab dich gedisst, du Loser, Happens sagt auch, was habt ihr denn in der Schule gelernt? Wir waren voll lieb. Ja, das sind so ICQ-Zeiten, genau. Oh. Hast du jemals Yappy benutzt? Ich höre gerade zum ersten Mal Yappy. War Yappy sowas wie ICQ? ICQ hat die besten Spiele. Ich habe nie ICQ benutzt. Ich war MSN Messenger. Es war für Erwachsene. Es war cool. Da gab es auch Spiele, glaube ich. ICQ war... Ich fand es damals schon als Jugendlicher hässlich vom anderen Stern. MSN Messenger war wenigstens clean, simpel, strukturiert, minimalistisch, gut. Sah sehr businessmäßig aus natürlich. Aber ICQ mit dieser Blume und dann macht es... Oh, wie die Teletubbies... Und dann ist es da und dann hast du so ein kleines Fenster und öffnet sich das und dann ist es, war so hässlich. Ich glaube, die haben sogar Comic Sans benutzt als ihre Schrift. Das war super widerlich, das Programm. Deswegen, keiner von uns hat es benutzt. Wir haben alle MSN benutzt. Und dann kam Skype, ja. Aber ich meine, Microsoft hat Skype auch gekauft, also ist alles das Gleiche. Ich, was ich noch kannte, war noch vor Lokalisten. StudiVZ habe ich zum Beispiel auch nie benutzt. Aber bevor Lokalisten kam, gab es noch eine Sache, die ich benutzt hatte, aber auch nur, weil meine damalige Freundin das benutzt hat. Partyfreunde oder sowas hieß es? Party... Irgendwas mit Party... Aber das erste, was wir alle so richtig benutzt haben, ganz Deutschland, war Lokalisten. Oder wahrscheinlich haben sehr viele StudiVZ oder Schule-VZ, Lehrer, keine Ahnung. Das haben wir nie benutzt. Yappy habe ich noch nie gehört.
Ist Yappy vor oder nach Quick? Was ist denn jetzt Quick? Ist Quick nicht irgendwie so ein Hase gewesen für Nestlé? Quick. War das nicht Nestlé Quick? Ist Quick nicht ein Kaba gewesen? Ja, Quick war doch so ein Kaba. Ein Shiny Pichu könnte ich nicht zu Shiny Alola Raichu machen, oder? Nur wenn du es in Ultramond und Ultra oder halt Sonne, Mond. Wenn du es in Gen 7 hast und entwickelst, dann wird es zu Alola Raichu. Also wenn du es in Alola entwickelst. Aber wenn du es sonst wo hast, kriegst du es halt nicht auf Alola zurück. Außer du hast Shiny Pichu als zwischen Gen 2 und Gen 6. Dann kannst du es hoch auf Gen 7 packen. Immer nur nach oben. Aber wenn es Pichu von oben ist, kriegst du es nicht runter. Hallo Pascal. Yappy hatte immer so virtuelle Haustiere, mit denen man Coins bekommen hat und sowas wie Kanalpunkte, mit denen man seiner Freundin eine Mona Lisa oder einen Goldring schenken konnte. Also NFT-Kryptospiele nur vor 20 Jahren. Oder diesem Party irgendwas, Partykracher, irgendwie hieß das, partykracher.de, weiß ich mehr. Da gab es eben auch so Gästebucheinträge, die man dann Freunden hinterlassen konnte oder so. Ach. Ich hab's in Kapu. Das Antwort nein. Nee, das kriegst du nicht zu Alola Raichu. Alola Raichu kriegst du nur als Geschenk in Let's Go. Ich glaube, Geschenke in Let's Go sind 1 zu 4000. Kann sein, dass die vom Schillerpin verbessert werden. Weiß es gerade nicht. Let's Go und Geschenke, weiß nicht. Alola Raichu kriegst du in Let's Go als Geschenk. Das kann man Shiny resetten und halt ganz normal in Gen 7 fangen und entwickeln. Frage an dich. Spiele gerade Gen 3 für Deoxys und Mew, hab aber gehört, dass Mew in Shiny nicht auf Form geht, weil Verteilung nur in Japan war. Weißt du da irgendwas von? Natürlich. Und wer hat dir das gesagt? Zuerst die Frage. Wer hat dir diese Schande an Informationen gegeben? Nee, das stimmt. Mew gab es nur in Japan als Verteilung in Smaragd. Also der Zugriff auf die. Wie hieß die Insel? Also die alte Karte? Nee, die alte Karte war Lugia. Wie heißt die Insel? Die Insel von Mew. Auf die konnte man nur dank einer japanischen Verteilung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man die japanische Verteilung, wenn man zum Beispiel mit einem deutschen Spiel zu dem Zeitpunkt in Japan war, vielleicht konnte diese japanische Verteilung, wenn du dann da zu einem Pokémon Center gerannt bist, vielleicht konnten sie dir dann trotzdem geben auf dein deutsches Smaragd. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Auf jeden Fall, das Event war Japan exklusiv. Und somit, genau genommen, kannst du kein nicht-japanisches Mew besitzen. Aber das haben die nicht in Home oder Bank reinprogrammiert, deswegen ist das vollkommen egal. Du kannst das Mew von der Insel aus Smaragd einfach shiny resetten, fangen, was immer du machen willst und auf Home übertragen. Gar kein Problem. 6 Orden in Pokémon Y. Bald bin ich durch. Dann kann ich mit dem Chain Fishing anfangen. Ich spiele ja Gen 6 zum ersten Mal und nach 15 Spielstunden in 2 Tagen kann ich sagen, es ist echt nice. Ja, X und Y ist nicht schlecht, finde ich auch. Das Rollerskaten ist cool. Ich mag die Grafik persönlich nicht so, weil das war das erste, wo sie angefangen haben, 3D zu machen. So, XY sind so leicht 3D, weißt du, wo du diese Brücke gehst und dann. Wobei Gen 5 hatte auch diese riesige amerikanische Brücke. Wurde schon leicht so dieses 3D, aber ich glaube, das war noch nicht 3D. Aber Gen 6 fängt ja an mit dieser 3D-Kamerafahrt und mit dem Fletchling, mit dem Feuervogel. Und dann geht's durch die Tür raus und dann stehen da deine Rivalen und so. Das fand ich schon so hässlich.
war nicht schlimm. Aber das war ihr erster Versuch an 3D. Und viele sagen dann, dass es in Sonne und Mond geglückt ist endlich mit Gen 7, was ich auch nicht finde, weil ich finde, es sieht auch schrecklich aus. Aber... Aber das Spiel an sich, die Pokémon, die es da gibt, die Spielmechaniken und sowas, die sind cool. Dieser eine Turm, wo man Lucario dann... Ich glaube, kriegt man nicht ein Lucario geschenkt in XY? Ich glaube schon. Gen 5 hat 7 Brücken und man muss Peter Maffay besiegen. Daran erinnere ich mich nicht. Aber ich habe Gen 5 auch nur durchgerusht mit meiner No-XP-Challenge. Vor allem ist Gen 7 laggy wie Sau. Ja, weil ich glaube noch nicht mal, dass es laggy ist. Ich glaube nur, dadurch, dass es 3D ist, zum ersten Mal so richtig. Und auf einem kleinen 3DS-Bildschirm, der glaube ich nicht mehr als 480p hat, hast du diese riesigen Pixel. Und dadurch, dass du diese riesigen Pixel hast, sieht es noch laggier aus, als es ist. Aber wir wollen nicht bashen auf Gen 7. Ich meine, wir kriegen morgen ein Gen 7 Remake. Und dann wird alles super. Auf der Switch. Es wird wunderschön aussehen. Wir nennen es Stockfinster und heller Tag. Also wenn ich einem Typen von Kleinanzeigen Glauben schenken kann, war es in Gen 4 so, dass man japanische Events auf deutsche Games bekommen kann. Ich weiß es nicht. Ich fände es komisch, wenn man... Es kann sein. Solche, das sind so detaillierte Informationen, die sind schwer auf im Internet zu finden, ob das so ist. Wenn man mit einer deutschen Cartridge in Japan auftaucht und dann zu so einem Event geht und sagt, kann ich bitte das Mew haben? Geht es dann? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegst du es auf Bank und Home. Heaven Shall Burn ist Headline of the Breeze. Ich habe gar nicht mehr geguckt, was alles jetzt noch hinzugefügt wurde. Aber sehr gut. Aber inzwischen, ich habe Heaven Shall Burn schon sehr oft gesehen und inzwischen sind die so groß, dass bei Festivals es fast nervig ist, weil die sind dann Headliner um 22 Uhr und dann geht die Menge wieder bis hinten und du kriegst keinen Platz und dann, boah. So wie in Flames. Die sind einfach zu groß, dass es Spaß macht, sie anzuschauen inzwischen, finde ich. Aber ich gucke sie mir natürlich trotzdem an. Ah ja, Alola Raichu gibt es noch in Dynanest dann, natürlich. Also in Dynamax Abenteuern, zufällig. Aber das ist halt zufällig. Das kannst du nicht wirklich hunten. Da kannst du einfach nur spielen und hoffen, dass Alola Raichu kommt und dass es dann auch noch shiny ist. Aber dann wäre es auf der deutschen Cartridge gefangen und wäre jetzt wohl gelöscht, weil die Batterie über die Jahre leer ging. Das ist nicht korrekt, denn... In Gen 3 ist das komplett egal, wenn die Batterie leer geht. Der Speicherstand geht dadurch nicht verloren. Das ist nur in Gen 1 und 2 so. Gen 3 sorgt nur dafür, dass dann Events nicht mehr funktionieren. Also die Uhr bleibt stehen. Und alles, was abhängig ist von einer Uhr, geht dann nicht mehr. Aber dein Speicherstand ist nicht weg. Der Speicherstand wurde nur in Gen 1 und Gen 2 auf dem RAM gespeichert und der RAM wurde gepowert von der Batterie. Ich glaube, es war RAM. Nee, anders. Der wurde damals anders gespeichert, was von der Batterie betrieben wurde. Und inzwischen werden Speicherstände auf dem RAM-Chip gespeichert. Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch dazu entschieden, so verrückt zu sein und den Sinjo-Ruin-Hand zu machen. Was willst du machen, Giratina? Das heißt, du stellst dich in die Ruine, guckst dir jedes Mal die Cutscene an. Bekommst du einen Giratina? Wird Giratina in dein Team gegeben? Ja. Und dann rufst du dein Team auf und guckst, ob shiny ist. Alle drei chill. Du musst mit einem anfangen. Das heißt, du musst jedes Mal diese geile Cutscene anschauen, die eine Minute geht. Ja, es geht schneller als das hier.
Giratina, startest du? Natürlich. Und das ist ein schönes, schöner Einstieg in eine Verkündung, die ich machen will. Oh mein Gott. Ich werde dieses Jahr im April am Egg Month teilnehmen. Ich habe gestern einen Tweet gesehen von Egg Month, dass schon 100 Leute sich angemeldet haben für den Ei-Monat. Mache ich parallel zu den Eiern im April. Aber ich habe heute erst gelesen, dass die Eier, also deine Sinjo-Hand würde nicht zählen. Oh ja, du machst das parallel, weil die Sinjo-Hand zählt nicht, weil es keine Eier sind. Aber ich dachte mir, nutze ich mal so ein Event. Ich habe noch nie bei so einem Event mitgemacht. Aber ich dachte mir, nutze ich mal so ein Event, um vielleicht anzufangen mit den, mit Manafi. Was ist der Egg Month? Es gibt immer wieder so Wochen, Wochenenden, Monate, wo Shiny Hunting Communities quasi ein Thema haben. Und so ist im April immer der Egg Month. Wegen Ostern, Eier. Und das ist einfach ein Monat, bei dem man versucht, vollorts Eier auszubrüten und Shinies zu holen. Also spezifisch für den Monat gilt nur, wenn du in Gen 3, 4 oder 5 brütest. Und wenn du das machst, kannst du halt streamen, kannst du privat machen. Und wenn du eins findest, kannst du es halt posten, kannst du im Discord posten. Und dann kriegst du auf dem Discord eine neue Rolle, weil dann bist du einer von denen, die es geschafft haben. Ist halt dann so eine Ansammlung. Dann gibt es am Ende des Monats so ein fettes Bild, wo alle Shinies drauf sind, die gefunden wurden. Ich habe das Bild von letztem Jahr angeschaut und es waren letztes Jahr in einem Monat alle, die mitgemacht haben, Gen 3 bis 5, Full-Orts 1 zu 8000 Eier ausgebrütet. Es war ein so ein Bild und ich glaube, da waren nicht mehr als 10 Shinies drauf. Warum nur in den Editionen? Weil nur in den Editionen hast du eine Chance von 1 zu 8000. Danach ist 1 zu 4000. Und es geht um 1 zu 8000. Ja. Das heißt, allein letztes Jahr haben sie irgendwie nur so 10 Shinies gefunden. Was klar ist bei 1 zu 8000. Ach, ich dachte mir, ist doch eine super Gelegenheit, um endlich mal meine Manafi-Hand anzufangen. Das heißt, bis dahin muss ich noch einmal einen Ranger durchspielen. Dann sollte ich die 4 haben. Und dann werde ich hier und da, nicht natürlich den ganzen Tag und nicht jedes Mal, werde ich hier und da Manafi-Eier ausbrüten. Ist egal, was gebrütet wird. Ja, solange es in Gen 3 bis 5 aus einem Ei kommt. Zum Beispiel die Level 1 Legis zählen nicht, weil die kommen halt nicht aus einem Ei. Also die kommen aus einem Ei, aber nur storytechnisch. Die kommen nicht wirklich aus dem Ei. Wann ist Monat? April, wegen Ostern. Für mich bleibt nur Manafi übrig, weil es ist das Einzige, was ich brauche von Gen 3 bis 5, was aus einem Ei kommt. Alles andere will ich nicht unbedingt brüten. Wollte es gestern auch nicht so herausposaunen, deshalb habe ich es nur mehr oder weniger erwähnt. Ich weiß nicht, was du meinst. Warst du das auf dem Discord? Hast du einen anderen Namen auf Discord? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, hast du das geschrieben oder was? Ach, nur Gen 3 bis 5? Ja, weil nur in Gen 3 bis 5 gibt es Full Odds Eier. Alles andere ist... Also Gen 2 wäre genau genommen auch Full Odds. Wobei, da gibt es so viele Bugs bei dem Brüten, dass es wahrscheinlich nie Full Odds ist. Wegen Geschlecht und sowas. Dann bringt es mir nichts. Ja. Warum ist der Counter bei Entei bei 3724? Waren wir nicht schon bei 5k? Nö. Da
Hast du was geträumt? Ich war noch lange nicht bei der Hälfte. Aber bald sind wir bei der Hälfte. Gen 2 ist mies beim Brüten? Ja, ja. Ich frage mich gerade, warum sie es nicht inkludieren. Weil es ist 1 zu 8000. Aber ich glaube allein, weil es halt noch so buggy ist. Und weil halt Männchen und Weibchen hat dann andere Chancen. Und dann, je nachdem, haben sie es lieber rausgemacht vielleicht. Element Affen brüten in Schwarz 2 brauche ich eigentlich noch. Ich glaube, Schwarz 2, Weiß 2 zählt noch dazu, obwohl du da den Schiller-Pin haben kannst. Aber ab Gen 4 zählt ja sogar Masuda, oder? Nee, warte. Ab Gen 5 ist Schiller-Pin, ab Gen 4 war Masuda, oder? Oder war erst ab Gen 6 Masuda? Das vergesse ich immer wieder. Weil man tricksen kann, ja, aber so kannst du, glaube ich, also ja, kannst halt. Dachte 6, dann 6, ja. Weil eben 3, 4, 5 kannst du null tricksen. Erst in Schwarz 2 kannst du mit dem Schillerpin anfangen, das Brüten zu vereinfachen. Achso, das ist verboten, aber kann halt keiner überprüfen. Wie jetzt? Achso, das ist ab Gen 4. Okay, dann kann man tatsächlich halt quasi bisschen cheaten, aber ist ja egal. Darum geht's hier nicht. Ich dachte, Masuda ist vielleicht erst ab Gen 6. Aber nee, das war schon Gen 4. Ich habe kein Masuda-fähiges in den Editionen. Er lässt sich ja ändern. Hallo Cynthia. Ich fange 2 Wilde und züchte dann. Willst du mitmachen? Dann geh auf den Discord von Eggmonth und kannst dich da eintragen lassen. Du kannst auch so mitmachen. Aber so bist du halt auf dem Discord und bist eingetragen und wirst geshoutoutet, wenn du eins findest. Weiß noch nicht, ich guck mal. Ich habe mich direkt eingetragen, dass ich keine Ausrede finde. Gibt's Anmeldeschluss? Nö. Ich meine, es ist ja alles, ne? Es ist ja alles locker flockig. Es ist halt einfach einen Zeitraum geben für etwas, was man sowieso macht. Damit alle zusammen machen. Ich weiß auch nicht, wie sehr ich das durchhalte, weil ich habe mir gestern nochmal ganz genau angeschaut, wie die Hand aussieht. Und es ist sehr mühevoll. Man schafft so 8 Manafis in der Stunde. Weil so einmal Spiel neu starten und rüber tun und ausbrüten dauert halbe Stunde. Und dann musst du halt wieder neu starten, die Eier aufs andere Spiel rüber tun, Spiel wieder komplett spielen bis dahin. Wieder ausbrüten und so weiter und das dauert wieder eine halbe Stunde. Und das macht man halt im besten Fall mit 4 Manafis, was ich machen werde, 4 Manafis. Das heißt, man schafft 4 Manafis in 30 Minuten. Wenn man super schnell ist und alles super RNG-mäßig läuft, weil man muss Pokémon auch fangen und so, schafft man es vielleicht in 25 Minuten. April gibt es nur Manafi-Streams. Es kommt wirklich drauf an, was sie morgen verkünden. Es kann sein, dass sie was verkünden, was einfach im März oder April rauskommt. Und dann, es kommt ganz drauf an. Stellt euch vor, sie verkünden einen Ranger mit Manafi. Dass man Shiny handeln kann in Ranger. Warum 4 und nicht 5? Man hat ja 5 Plätze theoretisch. Weil Gen 4 so gemein ist und dich nur tauschen lässt, wenn du 2 Pokémon dabei hast. Und Eier zählen nicht als Pokémon. Du kannst zwar die Eier tauschen, aber sie zählen nicht als Pokémon. Und weil stell dir vor, du hast nur ein Pokémon und 5 Eier und der andere tauscht dir ein Ei. Das heißt, du gibst dein eines Pokémon weg und du bekommst ein Ei dafür. Wobei, aber das könnte man auch mit 2 Pokémon machen.
Ist das der Grund? Es muss irgendeinen logischen Grund geben, warum man zwei Pokémon im Team haben muss und der Rest Eier. Auf jeden Fall, der Konnex Club sagt, geht nicht. Der Konnex Club lässt dich erst rein, wenn du zwei Pokémon hast. Und den Rest kannst du dann mit Eiern auffüllen. Das Einzige, was geht, ist halt, dass du mit mehreren Konsolen gleichzeitig machst. Das heißt, du hast nicht 2DS mit 4 Manaphy, sondern 4DS mit 8 Manaphy. Ja, wenn die morgen sagen, hey, im September Gen 5 Remake, werde ich bestimmt nicht in Schwarz 2 brüten. Ja. Warum kann man eigentlich nicht mehr den eigenen Nicknamen ändern auf dem DC? Wäre sonst cool, wenn der Lennart zu Was willst du machen ändert? Weil wir Störenfriede hatten auf dem Discord, die sehr getrollt haben. Also habe ich die Sicherheitsvorkehrung erhöht. Und das war auch, dass man den Namen nicht ändern kann. Aber das kann ich irgendwann wieder auflockern. September ist der klassische Release-Monat von Pokémon. Okay, Mauri. Hast du den Research betrieben und genau die Kalkulationen eingegeben in die Excel-Tabelle, um zu schauen, in welchem Monat, an welchem Tag? Come on! Stop it. Ich weiß, du hättest gerne ein Kappa jetzt dahinter geschrieben. Aber so muss ich ernst nehmen, was du gesagt hast. Apropos Excel-Tabelle. Wollt ihr meine geile Excel-Tabelle sehen, die ich gemacht habe? Wo jetzt viele Excel-Profis, was ich nicht bin, sich denken werden, oh Gott, Leo. Was hast du getan? Schaut euch meine Excel-Tabelle an. Look at that Excel. Das hier ist meine Excel-Tabelle zu 100.000 Eier ausbrüten. Ich bin jetzt endlich auf eine Excel-Tabelle umgesprungen, wo das automatisch addiert. Also mein Ziel sind 100.000 Eier. Ausgebrütet habe ich bisher 6.726, was er zusammenrechnet aus all denen Pokémon, die ich ausgebrütet habe. Das heißt, da muss ich nicht mehr selber rechnen. Dann habe ich die Chance von 1 zu 512 bei jedem Ei. Und habe jetzt die Rate dazu geschrieben, die ich im Moment habe. Was einfach die Anzahl der Eier ist, geteilt durch die Anzahl an Shinies, die ich gefunden habe. 15 im Moment. 6700 durch 15 ist 448. Das heißt, im Moment bin ich bei einer krassen Rate von 448. Also gerade läuft das Shiny-Eier-Ausbrüten richtig gut. Ich habe am Wochenende Flummel gemacht und es kam im 12. ein Flummel und im 34. ein Flummel. Holy moly. Aber ja, ich bin im Moment bei 6% von meinem Ziel, was ein bisschen krass ist. Vielleicht mache ich auch noch 50.000, keine Ahnung. Aber ja, in 6.700 Eiern habe ich bereits 15 Shinies gefunden. Das ist ein sehr guter Schnitt. Nicht sehr gut, es ist ungefähr der normale Schnitt. Aber es ist ein bisschen besser im Moment. Aber ich hatte zum Beispiel, ich glaube, das kann man hier sehen, hier sind die Eier aufgelistet. Also insgesamt die Eier. Und hier war irgendwo ein riesiger Drop, wo ich ewig gebraucht habe. Hier. Zwischen Lady... Ah, nee, hier. Ja. Am längsten warten musste ich eigentlich immer nur so 1000. 3400, 3500 und 4500. 1000 Eier hier dazwischen. 2500 und 3500, auch 1000 Eier dazwischen. Ja, ich muss noch nie länger warten als 1000 Eier, um Shiny zu finden. Aber klar, bei 6000 und 15 Shinies ist das, klingt, und bei 1 zu 500 klingt es auch logisch, dass man eigentlich nicht länger als 1000 warten sollte. Finde ich ganz interessant, es immer da so einzutragen. Es wird hoffentlich ein...
In welchem Game? Ist egal, solange die Shiny Chance 1 zu 512 ist beim Brüten, zählt alles. Aber bisher ist es Karmesin und Purpur, BDSP und Schwert und Schild. Darf ich die optimieren? Du kannst sie gerne optimieren, Mauri. Aber ich wüsste nicht wie. Was könnte man da noch optimieren? Daneben im November. Du machst aktuell auch den Origin Decks mit Remakes, ja. Aber da gehe ich auch auf Form, also teilweise die Quaffaff nicht, aber sonst, was halt so machbar ist. Ja, Formen muss doch sein. Ich finde, das Ganze mit den Formen macht es erst interessant, mit alle Pokémon fangen. Ohne Form, finde ich, wäre es oft fast zu langweilig. Wenn ich ohne Form machen würde, hätte ich Platin nicht nochmal durchspielen müssen. Nur wegen der dummen Zenitform musste ich Platin nochmal durchspielen. Ich finde immer Wege, es zu optimieren. Ich finde, also wenn man jetzt noch irgendwie automatisch... Ne, ich wüsste nicht, was ich noch optimieren könnte. Ich meine, ich muss automatisch ausrechnen, dass wievielte Shiny es insgesamt ist. Also wievielte Nummer. Das wievielte Ei es ist, als es Shiny war insgesamt. Das muss ich immer kurz ausrechnen. Aber den Rest kann ich einfach nur eingeben. Davor hatte ich das alles in einem Word-Dokument, wo ich alles so halt mit dem Rechner ausgerechnet habe. Ich habe gestern auch mal ein paar Stunden meine Living Decks aufgeräumt und manche rausgeworfen, die nicht von mir sind oder einen Spitznamen haben. Ja, ich will auch schon die ganze Zeit nochmal ein neues hier so Super Effective Tabellending machen, wo ich nur die Shinies ankreuze, die ich selber gefangen habe. Aber ich habe Angst davor. Ich habe zu viel Angst davor. Hallo Sophie. Die ganzen Pumpflams in Platin wieder freizulassen wird ein Krampf. Aber warum willst du die freilassen? Einfach um Platz zu haben. Oh ja, das war erschrecklich damals. Do it. Aber ich habe Angst. Was ist, wenn es dann nur 500... 500 könnte es nicht sein. Ich glaube, es sind dann 800, glaube ich, die ich habe. Ich habe die Super Effective Aufzählung einfach in Excel übernommen. Das war auch Arbeit. Aber warum? Das ist ja so eine Arbeit, wie ich mir damals gemacht habe als Kind, was super dumm war. Ich habe meine CDs, meine Audio-CDs, was Papa Roach, Eminem, Linkin Park und sowas, habe ich das Booklet rausgenommen und habe die Lyrics in Word selber nochmal abgetippt und dann ausgedruckt. Obwohl dieses kleine Booklet ja schon dafür da ist, dass man es rausholt und die Lyrics abliest, habe ich es abgeschrieben, wie so ein, wie nennen die, ein Transkribierer, wie so ein Abschreiber-Männchen halt. Und dann ausgedruckt. Warum machst du eine Tabelle von einer Tabelle? Morgen Pokémon Day, guckst du? Nee. Es kommt eh nichts Interessantes. So einen Dreck gucke ich nicht. Ich gucke nur Primetime. RTL Sat 1, 20.15 Uhr. Natürlich gucke ich's. Verschwendung Beginn der 2000er. Boah, ja, so viel Ey, ich habe mir den kompletten Majora's Mask Wiki-Komplettlösungsguide runtergeladen und ausgedruckt. Und da war jede Seite, und diese Website war komplett grün. Das heißt, jede Seite, die ich ausgedrückt hatte, war grün. In Farbe. Oh Gott. Worauf jetzt sowas kommen könnte? Gar nichts. Ich bin kein Mensch, der solche Sachen kalkuliert. Ich finde das schrecklich, wenn Leute dauernd vorhersagen wollen, was kommt.
Ich kann dir sagen, was 100% kommt. Das ist langweilig. Und der Rest, der kommt, wird wahrscheinlich auch langweilig. Das Einzige, was ich dir versprechen kann, was morgen passiert beim Pokémon Day, ist, dass 80% der Leute sich aufregen werden und die Pokémon Company haten werden. Und darauf freue ich mich wieder sehr. Und darauf können wir uns alle verlassen. Selbst wenn nur 300 sind, fühlt es sich dann viel besser an. Nee, ich würde es nur machen, dass... Weil ich einfach keinen Überblick habe. Also manchmal, wenn ich vor allem Legends Arceus spiele und ich will da eigentlich nur das Simsala. In Wirklichkeit bräuchte ich in Legends Arceus noch ein paar andere, die halt keine eigene OT haben. Das heißt, da sind super viele Ausbrüche, wo ich eigentlich drüber fliegen sollte. Aber ich mach's nicht, weil ich nicht weiß, welchen ich brauche. Deswegen so eine zweite Liste zum Backup, um zu schauen, da könnte ich auch noch mal kurz drüber fliegen, weil das wäre nicht schlecht. Wäre vielleicht ganz nice. Aber trotzdem, mein eigentliches Ziel ist immer noch erstmal alle zu haben. Ich habe ja schon lange aufgehört, solche Geschenke anzunehmen. Ich habe gestern zum Beispiel einen Happens Staraptor ersetzt, weil ich zufällig eins gefunden habe in Legends Arceus. Es tut mir leid, Happens. Willst du deine 1000 starre Lilies zurückhaben? Ich habe mir als Kind Lösungsbücher für Rot, Blau, Gold, Silber und so weiter geschrieben. Ich glaube, bis zur 4. und 5. Gen habe ich das gemacht. Hallo, wie krass. Hallo, Evil Monkey. Ich habe Gen 1 und Gen 2 das Lösungsbuch einfach gekriegt wahrscheinlich. Die habe ich echt studiert und auswendig gekonnt irgendwann. Ich wusste in Gen 1 jetzt nicht mehr. Ich wusste in Gen 1 jedes versteckte Item, was irgendwo unsichtbar rumliegt. Jedes. Ich weiß noch ein paar, so wenn ich da jetzt vorbeilaufen würde, wüsste ich, hier ist eins. So, ich weiß, dass da in Azuria City liegt da ein Sonderbonbon oder da im Untergrund liegt da ein Nugget und sowas. Aber auf die Idee, die selber zu schreiben, da würde ich nicht drauf kommen. Dann lieber Papier verschwenden und alles ausdrucken. Gibt es irgendjemanden, der komplett Wiki ausgedruckt hat? Es muss doch bestimmt so Verrückte geben. Die sagen, das Internet wird irgendwann abgeschaltet. Ich muss das ganze Wissen dokumentieren. Und drucken komplett Wiki aus. Irgendwo gibt es eine Dokumentation auf YouTube über einen Typen, der komplett Wikipedia ausdruckt. Und das ist sein Brot und Wasser jeden Tag. Er muss jeden Tag 100.000 neue Seiten ausdrucken. Genauso wie, da gibt es eine kleine Doku drüber, so ein Typen, das ist so ein Kind von einem Reichen und der macht nichts anderes den ganzen Tag als Papieraufsteller auszudrucken und halt aber riesig, riesig groß, so 20 Meter hoch und so, von Anime-Charakteren. Er macht nichts anderes. Der ist im Internet bekannt dafür und so ein Influencer dafür, dass er einfach nur riesige Cutouts macht von riesigen Anime-Charakteren. Der hat so Industriedrucker in seiner Villa stehen und macht nichts anderes, als den ganzen Tag zu drucken. Mir fehlen für meine Lösungsbücher-Sammlung noch Smaragd, Gold, Silber im möglich ordentlichen Zustand. Schade, dass keine mehr kommen werden. Es gibt hier und da noch Lösungsbücher von modernen Spielen, ne? Ich glaube, es gibt Lösungsbücher zum Beispiel für Breath of the Wild oder sowas, offizielle. Ja, ziemlich sicher, für Breath of the Wild gibt es einen, weil ich weiß, dass... Ich weiß nicht, ob es Point Crow war oder Linkus. Ich glaube, es war Point Crow. Der hat Breath of the Wild durchgespielt nach Lösungsbuch. Was auch eine lustige Idee ist. Hallo Thorax. Warum macht er das? Weil es ihm Spaß macht. Wer ist der Drucker-Dude? Ich weiß es nicht, aber die Doku war von Nick Robinson.
der sehr geile Dokus macht über solche verrückten Themen. Hieß der nicht Nick Robinson? Der hieß nicht so. Wie heißt der nochmal? Nick, der hieß doch Nick Robinson. Nick Robinson. Ja, doch, der heißt so. Aber der Cutout-Typ muss ja ewig her sein. Sehe ich gerade nicht, das Cutout-Video. Achso, es ist für mich, da ist die Reihenfolge wieder anders. Keine Ahnung, aber der Typ macht Babylonian, heißt sein Ad, warum? Der Typ, Nick Robinson, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Schande auf euer Haupt. Der macht YouTube-Videos über sehr interessante Themen. Hauptsächlich um Nintendo basierend. Oder auch Pokémon. Elden Ring hat doch auch ein Lösungsbuch. Ja, zum Beispiel, ich glaube auch. Also es gibt schon noch Lösungsbücher. Allein damals die Booklets. Ich finde es komisch, dass wenn man heute ein Hardcopy kauft, dass da dann trotzdem keine Anleitung drin ist. Aber ich meine, Spiele brauchen keine Anleitung mehr, weil die Anleitung im Spiel ist. Trotzdem, so diese kleinen Einleger bei Pokémon-Spielen waren schon cool. Das allein war doch schon eine kleine Komplettlösung. Du hast auch selbst erstellte Pokédex von früher. Oh Gott. Es gibt ein Lösungsbuch für Animal Crossing New Horizons. Ist aber immer die Frage, ob das offiziell von Nintendo ist. Wobei, wahrscheinlich gibt es Firmen, die das machen und dann stellt Nintendo die an, dass das also lizenziert ist. Weil halt, die holen sich die Lizenz dafür, das machen zu dürfen. Der Wassertempel in Ocarina of Time wurde absichtlich so verwirrend gemacht, um das Lösungsbuch besser zu verkaufen. Change my mind. Wassertempel in Ocarina of Time, bester Tempel. Und überhaupt nicht verwirrend. Er ist nicht verwirrend. Er hat nur sehr viel Backtracking. Vor allem, wenn man einen Fehler macht. Aber wenn man weiß, wie er geht, geht er relativ schnell. Das sind also die Lösungsbücher von Gen 3 und 4. Na, vielleicht will Sophie die abkaufen. Change my mind. Jürgens Mind? Nein. Leos Mind Change. Leos Mind Changed. Ich wünsche mir für die Pokémon Presents, und ich meine das wirklich ernst, ich werde mich trotzdem freuen, wenn irgendwas Cooles kommt, natürlich. Also wenn was ganz Neues kommt und der Trailer ist cool, freue ich mich. Wenn was ganz Neues kommt und der Trailer ist kacke, freue ich mich nicht. Wenn das Einzige, was die ganze Zeit wovon es Gerüchte gibt, würde ich mich nur freuen, wenn es ein Legends Arceus Teil wäre, was aber nicht sein wird. Das wäre das Einzige, wo ich mich drauf freuen würde. Ansonsten will ich, dass sie eigentlich gar nichts machen, damit ich Zeit habe, meine Projekte fertig zu machen. Ich würde mich am meisten freuen, wenn die Pokémon Presents so richtig langweilig wird und alle sich ärgern. Ganz genau.
Majora, vielen Dank für 13 Monate. Hallo Majora, dankeschön. Hallo Salad. Wenn Gen 1 und 2 auf die Switch kommen, würde ich mich am meisten freuen. Ich freue mich dafür, also da würde ich mich einfach nur für andere freuen. Mir ist das egal, weil ich die schon fertig jetzt habe. So persönlich gesprochen. Ich würde mich aber businesstechnisch sehr darüber freuen, weil ich dann etlich viele Videos drüber machen könnte. Ich müsste checken, ob all die Glitches noch funktionieren in Gen 1 und Gen 2. Ich kann viele andere Breeding-Mechaniken in Gen 2 erklären, Videos drüber machen. Glitches erklären, Ditto-Glitch, Mew-Glitch, alles nochmal aufmachen für die VC-Version und sowas. Also rein Business gesehen würde ich mich da sehr freuen. Aber gleichzeitig würde ich es auch hassen, weil dann muss ich alles auf Eis legen und nur noch das machen. Rev wünscht sich Shinies in Snap. Okay. Bringt halt nichts, sich das zu wünschen. Genau, das ist eine neue fette Verkündung. New Pokémon Snap bekommt Shinies reingepatcht. Mhm. Genau, der Legends-Teil von Höhen, um alle auszulachen. Das wäre auch lustig. Dann kriegen wir, was wir wollen, aber wir können trotzdem noch mit Fingern zeigen. Warum sind wir so gemein? Hallo Kuru. Habt ihr das gesehen, was ich heute retweetet habe? Wusstet ihr das? Seid ehrlich. Ich zeig's euch. Wusstet ihr das? Seid ehrlich. Seid ehrlich. Ich glaube euch kein Wort. Seid ehrlich. Wo ist es? Du wusstest sie. Seid ehrlich. Wusstet ihr das? Ich sag's nochmal. Seid ehrlich. Seid ehrlich. Das wusste ich. Okay. Hat man das denn jemals von so weit oben gesehen? Nee, aber wenn man Bianca, das habe ich dann nämlich geguckt, wenn man Bianca auf PokeWiki eingibt, da ist dieses Bild. Weil bei jedem Arenaleiter bekommt man die Arena in voller Ansicht. Das heißt, man kann, wenn man jemals Bianca googelt, um zu schauen, keine Ahnung, was für ein Pokémon sie hat, dann könnte es einem auffallen. Aber ansonsten, wenn du das Spiel spielst, natürlich, ne, du bist viermal so nah dran, du bist hier so. Deswegen, ich habe das heute von Digipop gesehen und dachte mir so, what the fuck, das ist ein Pipi. Das Pokémon, was sie hat, schade, dass es kein Miltank ist, so ein dicker Euter, in dem man sich bewegt. Aber ich war so, oh mein Gott, Gen 2, so oft gespielt und nie realisiert, dass es ein Pipi sein soll. Ich finde es krass, dass man so Sachen nach 20 Jahren, 25 Jahren. Ich hätte immer lieber dicke Euter im Gegensatz zu allem. Die Wahl fällt immer auf dicke Euter. Hallo? Hä? Ist auf PokeWiki paar Mal der Artikel der Woche? Du siehst die Artikel der Woche auf PokeWiki? Bettenbaron jeden Morgen. Kaffee. Und dann setzt er sich vor PokeWiki.de.
Ah, erstmal die Artikel der Woche durchschauen. Nee. Ich wusste gar nicht, dass PokéWiki Artikel der Woche haben. Sind das dann die Artikel, die am meisten angeschaut werden? Oder sagt PokéWiki einfach, hey, diese Woche ist das cool? Nee, mich hat das geflasht. Ich meine, ich finde es cool, aber das ist so ein Detail. Ich wusste es nicht. Und wenn man die Hardgold Soul Silver Version spielt, sieht man es auch nur um einige schlechter, weil da der Winkel tiefer ist und viel mehr 3D und sowas. Also viel mehr so Detail. Aber das Pipi ist immer noch da. Aber ist nicht mehr so deutlich zu sehen. Ich hatte in der Lehrzeit 2011 sowas oft Langeweile und habe PokéWiki durchgelesen. Okay. Dann kam für die, wusste ich es, aus dem Most Perfect Safe State Kristall. Echt, der hat es da. Ich habe das Video auch angeguckt, aber dann habe ich den Teil vergessen. Oder gerade nicht hingeguckt. Krass. Nee, das hat mich geflasht. Bam, bam, bam. Ist immerhin gesünder für den Verstand als so manche Zeitungen, aber das mit PokéWiki mit Artikeln der Woche ist mir neu. Ich meine, ich gucke auf Serebii einmal am Tag auf der News-Seite, ob irgendwas Neues. Weil auf Serebii kann man sich, was News anbelangt, am meisten verlassen. Oder dass sie halt nichts vergessen oder so. Aber 90% sind da auch nur die kleinen Mobile-Spiele. Wie geht's mir? Was geht dich das denn an, wie es mir geht? Sind wir hier auf einmal persönlich unterwegs auf diesem Kanal? Hier geht's um reine Fakten und dicke Euter. Und auch nur die von Miltank. Hier geht's nicht um mich, hier geht's nicht um euch. Hier geht's nur um Pokémon-Fakten. Auf jeden Fall war ich heute im Gym mit meinen dicken Eutern und habe sie trainiert. Ich wollte nur nett sein. Das ist hier unangebracht nett sein. Hier ist das Gegenteil angesagt. Leo, wie gehst du? Leute, also damals haben Leute immer beobachtet, dass ich sehr schwungvoll gehe. Also quasi so federnd. So wippend. Damals hatte ich sehr lange Haare und da ist einem das sehr aufgefallen, weil die Haare dann so hoch und runter flaniert. Ich bin flaniert. Ich habe flaniert. Ich wurde flaniert. Leo flanierte mit einem Flankuchen. Nee. Little did they know, dass du einfach Hacke warst. Nein, ich bin halt sehr so federnd gegangen. Es gibt viele Leute, die so gehen. Ich glaube, ich gehe nicht mehr so. Ich wollte einfach, dass meine Haare schwingen. Mein Körper wusste, dass die Haare bald weg sind. Und musste dann die Gelegenheit nutzen, die Haare zu präsenten in jeder Sekunde, die nur möglich ist. Und wie macht man das besser, als wenn man flaniert? Oh ja, ich bin aber auch ein Fußspitzenläufer. Und ich verstehe nicht, warum Leute anders gehen. Und vor allem, wenn du nicht Fußspitzenläufer bist, oder Geher, Spazierer, dann gehst du ja mit den Hacken, oder halt einfach, das sind Stampfer. Ihr seid alles Stampfer. Das sind die, die in der Wohnung von A nach B gehen, und es ist einfach bum, 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 bum. Aber Verux und ich, wir gehen auf den Zehenspitzen. Das heißt, niemand hört uns kommen. Ist wirklich so. Ich gehe wie eine Ente, würde mir gesagt. So hin und her. Wir sind geschmeidige Schleicher, ja. Leo ist wie eine Feder im Winde. Was ist ein Leprakranker auf dem Berg? Okay, nein. Ich sag's euch nicht. Und keiner wird es schreiben. Keiner wird schreiben, wir fangen nicht an mit Witzen. Das artet immer nur aus.
Keiner wird es schreiben. Keiner schreibt es. Jeder, der die Antwort schreibt, verschwindet. So wie ein auf dem Berg. Nein. Genau. Nee, ich gehe auch viel auf den Zehenspitzen. Was eigentlich gut ist für die Wadeln. Aber ich habe gar nicht so stramme Wadeln wie der DJ Ötzi. Wie der Anton aus Tirol, ja. Aber ich gehe immer ruhig. Ich gehe immer, also man hört mich nicht gehen oder so, weil ich immer auf den Zehenspitzen gehe. Also ich gehe nicht wie Bugs Bunny oder sowas, aber halt eher nach vorne. Und nicht boom, 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 hier komme ich. Habt ihr eigentlich von dem Gerücht Leak gehört, dass morgen eine Pokémon Presents kommen soll? Ist da was dran? Nein, alles Gerüchte. Leaks. Wie soll man sonst auf mich sich aufmerksam machen? Gar nicht. Werde Teil der Masse. Du laufst wie Charlie Chaplin. Also so die Zehenspitzen nach außen gezeigt. Bettenbaron, du bist ein Toro. Toro, Toro, Toro. Leo flaniert in Carlos. Nope. Du bist Stiers Sternzeichen. Gibt's alle Sternzeichen? Gibt's eigentlich Sternzeichen Pokémon? Nee, ne? Ich meine, klar, es gibt Krebs und was nicht alles, aber ich glaube, es gibt kein Pokémon, das eine Anspielung auf Sternzeichen hat. Vielleicht im Namen? Aber das wäre doch mal eine so eine Legi-mystische Reihe oder so Halb-Legis oder so eine Reihe, die basierend auf Sternzeichen sind. Oder ein Pokémon, das basierend auf allen Sternzeichen ist. Eine Entwicklungsreihe mit 10 Sternzeichen. Wie viele Sternzeichen gibt es? Nicht 12, oder? Ich glaube, es gibt weniger als 12. Oder gibt es 12? Kann sein. Ein bisschen ist Cosmog das Universum und sowas, aber das sind keine Sternzeichen. Wir können ja durchzählen, yay! Euch geht gar nichts an, was ich bin. Wenn ich euch sage, was ich bin, dann kennt ihr ja meinen Charakter in- und auswendig. Oder? Das ist doch der Sinn von Sternzeichen. Sie sagen ganz genau, was man für ein Mensch ist. Und es stimmt zu 100%. Sind Schweizer Sternzeichen anders? Gibt's da so die... Wie heißt es? Was für ein Wort hast du mir beibringen wollen? Shishikeshli. Shishikeshli. Alles mit Käse und Schoki. Schokri. Jag mich nicht. Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schokri. Schüschischäschli. Ein Schweizer Pokémon. Das ist eine Toblerone. So ein kleiner Berg. Thank you.
Toblerone ist nicht mehr Schweiz, wird sie jetzt in Slowenien hergestellt. Ja, aber wer hat's erfunden? Wer hat Toblerone erfunden? Ich war am Samstag beim Schweizer Comedian. I don't know, was das ist. Ist das was zum Essen? Der Schweizer Comedian? Comedian? Allein frei. Ja, allein frei zu sein ist ein schönes Gefühl. Einfach rausgehen, allein zu sein, man fühlt sich so frei. Also wenn du ein Produkt, wenn du sagst, ein Produkt kommt daher, wo es hergestellt wird, dann ist nichts aus dem Land, wo es kommt, oder? Oder wird Ricola, wobei Ricola wird, glaube ich, sogar in der Schweiz komplett hergestellt. Sind die da nicht sackenstolz drauf? Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Von Natur aus Laktose- und glutenfrei. Vertrieb für Deutschland. Achtung, wir doxen jetzt Ricola. Bonn. Das ist nicht Schweiz, doch hier. Herstellung. Herstellung Ricola AG, Schweiz. Aber Vertrieb für Österreich und Vertrieb für Deutschland. Achso, Deutschland und Österreich haben einen eigenen Vertrieb. Und in der Schweiz wird es hergestellt. Mindestens haltbar bis. Die sind abgelaufen! Ich meine, ich habe die vor Ewigkeiten gekauft. Ich habe mir so ein 30er Pack Ricolas gekauft. Und lutsch die einfach nie. Die habe ich mir gekauft, als ich mit dem Stream angefangen habe. Weil ich gesagt habe, oh ja, ich muss sowas lutschen die ganze Zeit, damit meine Stimme schön geschmeidig bleibt. Und ich benutze sie einfach gar nicht. Jetzt sind die abgelaufen seit 2 Jahren? Okay. Oh nein, das Ricola. Bestimmt schlecht jetzt. Na, die Ricola-Kräuter sind bestimmt aus Ricola. Aus dem Ort Ricola. Im Schweizer Ort. Ricola, Apfel, Minze und Ingwer, Orangenminze sind so liebe. Ich finde inzwischen, wenn ich die esse, sind die mir viel zu babsüß. Aber vielleicht sind die ja anders. Kann Zucker schlecht werden? Nee. Glaub nicht. Aber da ist ja auch... Honig kann auch nicht schlecht werden. Honig ist, glaube ich, das einzige Nahrungsmittel, das nicht schlecht werden kann. Weil Zucker und Salz und sowas ist... Ist ja, sind ja, sagen wir mal, Mineralien. Ich glaube, Honig ist das Einzige, was nicht schlecht werden kann. Magst du mal für einen Try die Kolosseum-Musik voll aufdrehen? Anscheinend nicht. Leute, ich habe nichts geändert. Ich hab nichts geändert, ihr habt zugeguckt. Ihr seid die ganze Zeit da. Warum ist jetzt, hat das Spiel auf einmal keine Musik mehr? Nö, kann ich nicht. Das Spiel hat keine Musik. Man hat bei Ausgrabungen in Ägypten Honig gefunden und gesagt, er wäre sogar noch essbar. Ja, Honig hat kein Ablaufdatum. Genauso wie Zahnpasta. Oder, wie heißen die? Twinkies? So, Twinkies haben auch kein Ablaufdatum. Oder wenn, dann ist es irgendwie 1000 Jahre.
Bei Zombieland sagen sie auch was anderes über Twinkies. Okay. Du musst auch daran an Zombieland denken. Ich habe beide gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe nie sowas gegessen. Ich meine, kann man die überhaupt kaufen außerhalb von Amerika? Ich stelle mir die vor, wie... Wie heißen diese Dinger, die man zum Kuchenbacken benutzt? Das sind so... So lange, runde, in der Mitte bisschen dünne Dinger, die man so für... Ich glaube, man benutzt die für Tiramisu. Die legt man zwischen Tiramisu. Und die sind steinhart. Aber dann legt man die halt ein. In Milch oder Sahne oder in den Kuchen rein. Dann werden die ganz butterweich. Wie so Zwieback halt. Löffelbiskuit. Halt so wie Zwieback, nur um einiges süßer. Steinhart. Und wenn man das einlegt, werden die so sackenweich natürlich. Ich stelle mir so einen Twinkie vor, dass der schmeckt, nur halt mit süßer Sahne zwischendrin. Aber so ein... So ein fluffiges etwas. Aber gerade weil da diese Art von Sahne doch drin ist, wie soll das nicht schlecht werden? Finn, du bist ein Fasan. Wir haben hier die wichtigen Gespräche heute. Biskotten? Biskotten. 90% Zucker. Was habe ich auch letztens gehört, was ein Produkt ist, was... Was war das nochmal? Ah, Pringles. Pringles dürfen sich anscheinend nicht Kartoffelchips nennen, weil null Kartoffeln in Pringles drin sind. Na, wie immer, gefährliches Halbwissen. Aber das hat irgendjemand irgendwo gesagt. Und es ist leicht zu glauben, oder? Was dann? Ja, andere Sachen. Wie was dann? Halt alles andere. Ich meine, du kannst alles frittieren und es wird wie Kartoffelchips schmecken, weil fritöse Fett einfach dir den Geschmack gibt. Lass es Tiermehl sein, was du einfach presst in Chipform und dann frittierst. Schmeckt bestimmt wie ein Pringles. Also kann wie ein Pringles schmecken mit den richtigen Gewürzen, schätze ich mal. Welchen Bluetooth-Adapter benutzt du für dein Shiny Hunt Setup? Es gibt drei Varianten, die du kaufen kannst. Und Roshi, ich mag solche Fragen, weil das fragen nicht viele, weil die wenigsten so verrückt sind, mehrere Gamecubes sich zu kaufen. Es gibt drei Sachen, die du kaufen kannst. Das teuerste ist natürlich der Wavebird Gamecube, ne? Und da weißt du bestimmt, da kaufst du einen für 100 Euro und dann hast du 400 Euro ausgegeben bei vier Gamecubes, um deine Gamecube mit einem Wavebird zu steuern. Das ist die eleganteste Lösung und die teuerste Lösung natürlich. Dann gibt es, was ich mir letztens gekauft habe, aber es ist immer noch nicht angekommen, aber heute habe ich die E-Mail gekriegt, dass es wieder in Stock ist, falls du es dir kaufen möchtest. Warte, ich gebe dir den Link. Wie heißt das? Warum kommt das jetzt wieder nicht? Warte, ich muss in mein Twitter rein. Eine sehr intelligente Lösung auch, die weniger kostet, aber immer noch viel kostet, ist das hier. Und da kannst du halt auswählen, was du willst. Und da wählst du halt aus Game Boy Advanced Cartridge und dann halt vier GameCube Game Boy Advanced Wireless Adapter. Und das funktioniert anscheinend super. Das habe ich mir jetzt bestellt. Ist aber noch nicht angekommen. Ich habe es mir aber bestellt, dass ich es selber bauen muss. Und genau heute kommt die Nachricht,
Der Shop ist jetzt wieder zusammengebaut, verkauft. Und ich so, oh toll. Jetzt habe ich es mir schon in Einzelteilen gekauft. Aber ja, anscheinend kann man sie wieder jetzt so kaufen. Deine Gelegenheit. Und was ich im Moment noch benutze, was aber sehr umständlich ist, aber dafür nur 15 Euro kostet, ist der Blue Retro Adapter. Kannst du einfach eingeben bei Google Blue Retro. Das ist eine Open-Source-Software, die Controller, einfach Bluetooth-Verbindungen herstellt. Und mit dem Adapter, den es auch für die GameCube gibt, kannst du zum Beispiel AliExpress oder Amazon einfach kaufen, Blue Retro Adapter GameCube, kannst du mit sehr viel Anpassung von der Software, was ich gemacht habe, und sogar der Macher von Blue Retro hat auf meine Frage geantwortet und hat extra es so gemacht, dass es für Shiny Hunting gut ist, hat er extra reingepatcht, sodass es mit Blue Retro auch funktioniert. Und das Blue Retro Ding kostet 15, 20 Euro, je nachdem, wo du es kaufst. Ist definitiv das günstigste, aber braucht ein bisschen Arbeit von dir, weil du halt die Software einstellen musst und so weiter. Aber dann funktioniert das relativ gut, wenn du es mit GameCube machst, also mit GameCube-Spielen machst. Weil dir wird, wenn du ein bisschen zuguckst, auffallen, dass manchmal geht mein Charakter ein bisschen nach rechts anstatt nach links, weil einfach die Verbindung nicht so gut ist. Aber wenn du das kaufst von dem Link oder halt Wavebirds, wird es perfekt funktionieren. Aber dafür, dass das hier 15, 20 Euro kostet, läuft das sehr gut, wie man sieht. Aber ich habe es eben auch probiert für Game Boy Advance Spiele, also Feuerrot und Blattgrün. Und wenn da dein Controller mal eben sagt, ich gehe jetzt kurz für einen Frame nach rechts, dann geht halt dein Charakter nach rechts und dann kannst du auf einmal mit dem nichts mehr anfangen, weil dann ist er nicht mehr synchron mit den anderen. Deswegen also für ein 3D-Spiel wie Colosseum geht es vollkommen mit den 15, 20 Euro Ding hier. Aber ich habe es mir jetzt eben gekauft von der Website da, weil ich muss es halt für Feuerrot und Blattgrün perfekt machen. Sonst kann ich das nicht steuern. Aber für Colosseum reicht das. Hallo Saki. Wie viel Ahnung hast du von Pokémon, Saki? Wenn ich jetzt auf den Knopf hier drücke, möchte ich, dass nur du antwortest. Und wenn die Antwort falsch ist, gibt es Popoklaps. Hey Azrael. Den Blue Retro habe ich auch gefunden, habe mir auch gedacht, dass man das programmieren muss. Programmieren ist viel zu viel gesagt. Ich habe das vielleicht zu kompliziert ausgedrückt. Das Einzige, was du machen musst, ist es auf das neueste Patch zu kriegen. Was nicht schwer ist, gehst auf Blue Retro, lädst dir runter, patchst es drauf. Ist alles eine Software, es läuft alles mit Blue Retro, nichts Besonderes, musst nichts coden. Und dann gibt es halt ein Interface von Blue Retro, wo du dem Controller Hotkeys zuweisen musst. Und das kann eine halbe Stunde dauern, weil du musst halt viermal alles eintippen. Weil der Trick, dass es halt funktioniert ist, weil der ist halt nicht dafür gemacht. Aber was der extra reingepatcht hat, als ich danach gefragt habe, ist halt einfach, du gibst vier Controller an, beziehungsweise nein, du gibst einen Controller an, aber gibst viermal alle Buttons ein von verschiedenen Quellen, sodass das Blue Retro einfach das macht, was du eingibst. Es nimmt halt einfach eine Quelle, aber teilt es aus an vier Ziele. Das musst du halt einmal nur verstehen und dann in diesem Hotkey Maker, was ein super gute, das hat er alles super gut programmiert. Du musst nichts programmieren, du musst es halt nur nervig einmal einstellen. Und wenn du halt ein paar Sachen nicht weißt, mir ist es dann fünfmal hintereinander passiert, dass es das dann gelöscht hat. Weil du musst nur an eine Taste kommen an dem Ding und alles wird gelöscht. Super dumm gemacht. Wenn du das aber weißt, dann kommst du nie wieder an die Taste. Und dann hatte ich auch Probleme, dass es trotzdem nicht gespeichert hat. Dann musste ich es auf einmal nochmal machen und nochmal machen. Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass ich immer wieder das Ding angesteckt habe und aktualisiert habe. Und dann schmeißt halt die Hotkeys wieder raus. Aber als ich dann so ein bisschen das gecheckt habe, dass ich vorsichtig sein muss und nicht einfach aktualisiere, weil dann werden die Hotkeys auch rausgeschmissen. Ja, seitdem funktioniert alles super. Bis auf halt diese Aussetzer. Aber ja, wenn du kein Geld ausgeben willst, mach auf jeden Fall Blue Retro. Wenn Colosseum. Aber wenn du Feuerrot, Blattgrün und sowas machen willst, dann musst du Wavebird oder das da kaufen. Bye, Danu. Okay, Saki, was ist das?
Easy, oder? Okay, ich glaube, ihr könnt alle mitraten. Dicta? Ditto? Ich glaube eher Stern, du. Aber ich glaube, das wäre deutlicher. Knilz? Ah, ich glaube, dafür ist es zu eckig. Funpi. Geosali? Geosali könnte sein. Es könnte ehrlich gesagt alles sein. Wir haben es jetzt ein bisschen schwerer gemacht durch diesen Pixel-Look. Aber zum Beispiel kam letztens Knackrack, hat man sofort erkannt. Mickrig. Wenn ich jetzt drauf drücke, werden wir wahrscheinlich denken, oh mein Gott. Ah, okay, ist ein bisschen gemein. Okay, Weberak, bisschen gemein. Nochmal. Schau, ich sag doch. Manchmal ist es eindeutig, was es ist. Aber es ist schön schwer. Was ist es? So eindeutig, oder? Oh, Schmerbe könnte es auch sein. Aber Schmerbe wäre in einem anderen Winkel. Die Elektrodinger? Die zwei Elektrodinger? Plusel? Was? Lusardin? Ah, das ist safe Tanhel. Tanhels Bild ist genau von der Seite. Tanhel. Was sind für Elektrodinger? Okay, noch eins. Zapladin? Das sind aber nicht zwei. Und es ist nicht Gen 1. Was ist das? Oh. Ich glaube, ich weiß es. Burmi? Burmi ist nicht geknickt. Burmi ist gerade runter. Palimpalim? Ah, aber Palimpalim wäre oben dick. Sanabis glaube ich nicht. Ich glaube Alabis. Ich glaube Alabis und nicht Sanabis. Sanabis geht zur Seite. Ist jetzt mal Ente hier? Ich sehe nichts. Endivie? Oh, Endivie. Ah, ich glaube nicht. Dieses Schwein mit Perle? Oink, Spoink. Roink. Ich sag, das ist Alabis. Oh! Endivie. Jay hatte recht. Oh mein Gott. Angel hatte auch recht. Okay, das. Dass ihr das erkannt habt, das ist krass. Nicht schlecht. Ich war mir sehr sicher, dass es Alabis ist. Aber warum ist denn in dem ersten kein Entei? Kill it. Saganabis? Ja, nee. Saganabis ist der Delfin. Alabis ist das blaue Ding. Oder? Sagt es Sanabis. Sanabis, Saganabis. Alles der gleiche Schmist. Es sind Mist-Pokémon. Perlo ist süß und dann wird auf einmal so ein was draus. Hamke, du bist ein Ice Cube. Ice Tea. Wie heißt's? Queen. Was? Wo ist mein Ente jetzt hin? Oh. Hab ich nicht. Was war jetzt links oben? Hä? Ist es gestorben? Oder habe ich es gefangen? Ah, das war das letzte und durch das Fangen ist der Kampf vorbei. Oh, ich muss mich kurz durchklicken, wir haben es nicht gesehen. Was ist, wenn das Entei ist? Das wäre so antiklimaktisch jetzt. Antiklimaktisch? Antiklimatorisch?
Antiklitoris? Ja, das ist es, das letzte. Da springt er weg, wie ein Anime-Charakter. Und es ist nicht shiny. 1, 2, 3, 4. Wie hab ich das denn geschafft, dass die alle tot waren? Nur Entei nicht. Muss mir auch einer die Biologie hinter erklären, dass ich aus einer Perle ein Aal wird? Ja, wobei das finde ich noch besser, weil wer sagt denn, dass Perlo eine Perle ist? Also klar, es ist eine Perle, aber es ist ja, vielleicht ist es ja keine Perle, wie wir kennen. Vielleicht ist es keine Muschel, wie wir sie kennen, sondern einfach ein organisches Objekt. Und dann wird halt daraus so ein Viech. Aber was du mir nicht erklären kannst, ist, dass aus Remoraiden Octillery wird. Das ist halt evolutionstechnisch unmöglich. Aber gut, eine Perle. Wenn es das gleiche ist wie bei uns eine Auster zum Beispiel, dann vergiss es. Wieso kannst du das Pokémon von dem Trainer fangen? Das, mein Lieber, ist Pokémon Kolosseum. Herzlich willkommen in einem der geilsten Spin-off-Spiele der Welt. Kolosseum. Wo keine wilden Pokémon existieren, du musst die Pokémon von deinen Gegnern fangen. Mit dem sogenannten Krallball, beziehungsweise Krallmaschine. Webseiten nennen den Ball dann Krallball, was ich Quatsch finde, weil es ist trotzdem ein Pokéball, der mit der Krallmaschine geworfen wird. Aber ja. Ich finde, Remoraid sollte zum Mantax gehören. Tut es ja. Aber Remoraid kann sich auch nicht zum Mantax entwickeln. Wobei, Remoraid sollte zum Mantax werden, aber dann quasi seine Kinder kleben sich an Mantax dran. So wie bei Katapultra. Ja. Aber dann hätten wir keinen Mantips. Hallo Poldi0815. Natürlich. Dame, Dame. Dankeschön für deinen Sub, den allerersten. Dankeschön. Aber Leo, Professor Eich hat doch... Schau, da sind die Fehler, die ich gemeint habe, falls du noch da bist. Ich drücke überall das Gleiche und auf einmal da links oben drückt er rechts, links, was auch immer. Professor Eich hat doch immer gesagt, dass man keine Pokémon von Trainern fangen kann. Ich weiß. Aber die in Amerika, die machen alles anders. Das sind Gesetzesbrecher. Verbrecher. Ne? Die in Orre. Was war das Beste, was wir bisher hatten für Spitzname? Original. Ah ja, Original? Nee, Orre. Original? Orre. Doch, Original Entei. Original. Nee. Das war doch was anderes. Original. 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 Ja doch, ich hab glaube ich Original. Original Ice, Original. Original Ice, Original Fire, Origin Entei. Origin Entei, ja sowas. Ich glaube, wenn wir nichts Besseres finden, entweder kriegen die keinen Spitznamen oder Origin Entei, Origin Suicune und Origin Raikou. Das könnte zu lang sein, oder? Ist Origin... Ich meine, der Leerstrich muss nicht sein. Das Leerzeichen muss nicht sein. 12 sind's, oder? Auch hier. Gott, warum bin ich jetzt bei der Culpa-Akte? Zwölf Buchstaben gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Origin Entei reicht, aber Suicune ist zu lang. Raikou ist auch schon zu lang, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Raikou. Raikou, glaube ich, geht. Nee, Raikou ist eins zu lang. Suicune ist komplett zu lang. Orre Entei ist dann aber wieder zu langweilig. Aber nur OG. Nee, aber der Witz ist doch Orre. Orre. Dame, Dame. Nur weil Samuel das sagt, muss man sich ja nicht dran halten, genau. Samuel sagt auch, dass er zu alt ist, um Pokémon selber zu fangen. Der Typ ist 45 oder so.
Samuel Neuer ist 45, glaube ich. Carpe Diem hat es in seinem neuen Video einmal kurz gesagt, wie alt Samuel ist. Ich glaube, es war irgendwie 47, 45. Du betreibst ein Creator-Management, Saki? Irgendwo hast du dabei geholfen, dafür bin ich dir unendlich dankbar, mein Lieber. Nochmals vielen Dank. Ah, ich wollte gerade sagen, Saki, du streamst doch gar nicht mehr. Wie soll ich dir denn geholfen haben? Aber vielen Dank. Vielen Dank für die netten Worte, aber wie meinst du das, dass du dich selbstständig gemacht hast als Creator-Management? Schau, da bin ich jetzt neidisch. Das klingt allein... Die Titelbeschreibung, die Jobbeschreibung klingt erfolgreicher, als ich es bin. Im ersten Spiel ist er 47, genau. Ich bin zu alt, um Pokémon selber zu fangen. Was ist denn dann der Typ, der Azelf? Heißt der Azelf? Der mit dem Azelf... Ah ne, Azelf ist ein Pokémon. Wie heißt es? Ne, Azelf ist kein Pokémon. Warte mal. Wie heißt es? Flabébé, das Schwarze. Floet. Azelf Floet, oder? Hm. Der Typ ist alt. Genau, das ist das edgy Pokémon-Spiel hier. Klingt so viel cooler als professioneller Zeitverschwender. Trotzdem alt genug, um Garys Namen zu vergessen, ja. Azelf gibt es, soweit ich weiß. Ja, Azelf ist Vesprit Tobuts Azelf. Wenn der Azelf ist, ist es... Doch. Dein neues Tablet ist da. Angeber. Selfe, meine ich ja. Azelf heißt es aber auf Englisch. Weil gestern und vorgestern war ja hier Sinnoh Day, Pokémon Day. Und ich habe das gar nicht gewusst. Azelf ist Tobuts, genau. Und als wir das gesehen haben, sind wir dann gestern ein bisschen spazieren gegangen und haben alle Quests gemacht. Was nicht schwer war. Ich habe auch keinen Pass gekauft oder irgendwie Geld ausgegeben. Ich habe ein Fanrate ausgegeben. Weil auf einmal sagt die Quest, fange einen Dialga. Ich so, oh. Ich hab schon Dialga und Palkia gefangen. Jetzt muss ich mir einen dummen Fanrate-Pass kaufen, um die Quest abzuschließen. Aber okay. 1 Euro ausgegeben. Was schon mal eine Frechheit ist, dass die Fanrate-Pässe jetzt mehr kosten als 1 Euro, sodass man jedes Mal mehr als 1 Euro kaufen muss. Oh. Schrecklich. Niantic, was macht ihr? Da war ich. Rosa spielt auf Englisch und deswegen heißt ihr Tobuts Azelf. Und sie hat es Azelf genannt. Und es hat mich getriggert. Findet ihr, Azelf heißt Azelf? Das muss doch Azelf heißen. Da ist kein T dabei. Aber Z, Azelf. Azelf. Das heißt Azelf. Heißt es Azelf? Tobuts. Tobuts, Selfe. Vesprit, Mesprit, Azelf. Ich habe ein eigenes Creator-Management, bei dem ich Creator unter Vertrag habe, mit denen ich dieses Jahr coole Projekte umsetze. Zum Beispiel organisieren wir eine Game-Show in Tokio. Ich kann dir meine Website schicken, jedoch bin ich nur durch das Stream in die Szene gerutscht und habe meinen Geschäftspartner in der Red Bull Lounge kennengelernt. Ja klar, schick mir, schick mir. Moment, wo ist mein Entei? 1, 2, 3, 4. Wie schön synchron das alles ist. War es gerade synchron? Das ist so gut wie nie synchron. Weil die Randomness der KI von diesem Spiel ist immens. Es ist komplett random, was für Pokémon er ausschmeißt. Also in welcher Reihenfolge zumindest. Aber zum Glück mit Surfer ist das vollkommen egal. Dann brette ich einfach über alle drüber.
War gerade synchron. Ja, wenn der Gegner wirklich die gleichen Pokémon die ganze Zeit rausschmeißt, in allen vier Bildschirmen, dann ist es wirklich perfekt synchron. Aber wenn er einmal das unterscheidet und sowas, dann bleiben am Ende andere Pokémon übrig und dann muss ich mit dem Meisterball eins runterklicken, weil Entei dann an einer anderen Stelle steht. Und dann ist alles für die Katz gewesen. Für das Suicune gewesen. Bert. Hallo Bert. Dankeschön, Bert, für 35 Monate. Berdi Bert, ich hoffe, dir geht's gut. Ich sehe, du bist zurzeit viel am Streamen. Dankeschön für 35. Ferret, du bist ein Gong. Ein alter Jahrhundert-Gong. Juhundert-Gong. Jugong. Was zählst du eigentlich, wenn das Shiny kommt? Also sagen wir, das kommt jetzt, ist es dann das 377? Es kommt auf an, in welchem Screen es kommt. Wenn jetzt links oben es kommt, dann ist es 3777. Dann 3778, 3779, 3770. Links, rechts. Oder? Ich meine, genau genommen kommen sie gleichzeitig. Aber irgendeine Reihenfolge muss es ja sein. Du nimmst keine DC-DMs an. Doch. Ich weiß nicht, warum das bei mir nicht geht. Aber bei mir ist auf jeder Website alle DMs sind offen. Und ich habe auf Discord, ich habe da mal Screenshots mit Leuten geteilt, die auch gesagt haben, ich kann dir nicht schreiben. Ich habe die Screenshots geteilt, wo man sieht, wie ich in Discord aktiviert habe, dass jeder mir schreiben kann, egal ob er auf meinem Server ist oder nicht. Egal, ob wir einen Server teilen oder nicht. Pech. Aber deswegen gibt es ja Social Media überall und du kannst mir auf Instagram schreiben, du kannst mir auf Twitter schreiben, du kannst mir auf Twitch schreiben. Ich finde es dann interessant, wie Leute bei Discord direkt aufgeben. Und sich beschweren, dass ich Discord nicht... Ja, doch, ich habe es überall freigegeben. Ich habe keine Ahnung, warum Discord nicht funktioniert. Irgendwo ist dann bei dem anderen Haken falsch gesetzt vielleicht oder ich check's nicht. Aber ich bin es mal durchgegangen mit anderen und die haben das genauso wie ich. Bei denen geht's, bei mir geht's nicht. Irgendwie muss es an der anderen Partei liegen, aber ich check's nicht. Aber deswegen gibt's ja noch mehr Sachen. Und jetzt zum Beispiel sollte es perfekt sein, die Animation. Fast. Es kommt auch drauf an, jede GameCube funktioniert halt leicht anders. Und manche laufen leicht schneller. Ich weiß auch nicht warum, wegen der Temperatur. Ja, weil manchmal schreiben mir Leute Nachrichten und dann steht da halt Accept DM, genau. Aber ich glaube, das passiert immer, wenn jemand Neues dir schreibt. Anscheinend können mir halt nur Leute schreiben, wenn wir einen Discord teilen. Also wie auf Twitter. Genau genommen auf Twitter kann man mir auch nicht schreiben, weil Twitter ja dieses neue Abo-System, blau, Twitter Blue, eingeführt hat. Sodass nur Leute sich schreiben können, die Twitter Blue haben. Oder man folgt sich halt gegenseitig. Deswegen, auf Twitter kann man mir vielleicht auch nicht schreiben, das stimmt. Aber spätestens auf Instagram geht's. Oben rechts läuft etwas langsamer. Ja, aber es ist komisch, warum. Kann auch sein, dass der Controller als letztes rechts oben agiert. Genau, Saki, wir haben ja auch außerdem schon mal geschrieben. Schau, es macht alles keinen Sinn. Geht inzwischen der Ton wieder? Nein.
Du freust dich auf den Pokémon Day morgen, brauche ich neuen Pokémon Stuff. Dann freu dich nicht zu früh. Keiner sagt, dass morgen neuer Pokémon Stuff verkündet wird. Alle erwarten es und sind dann wieder pissed auf Pokémon, die nichts versprochen haben. Azelf. Das heißt nicht Azelf. Azelf. Ich weiß gar nicht, wie die auf Englisch sagen. Azelf, oder? Azelf. Azelf. Mesprit. Moment, heißt es nicht Esprit dann eigentlich? So wie die Marke. Esprit. Mesprit. Die Pokémon Presents wird morgen großartig, ich hab's im Gefühl. Okay. Du glaubst auch an den Weihnachtsmann. Hier müssen wir mal ein bisschen Negativität einfusen. Ein bisschen Frust, ein bisschen Zweifel. Verbittert. Verbitterheit. Verbittertheit. Verbitterung. Bitterigkeit. Ich bin bestimmt die 100. die fragt, oh, wie machst du das mit der Steuerung? Du bist die 2. die heute fragt. Aber das ist vollkommen okay. Denn das ist eine Frage, die tatsächlich interessant ist, wie ich finde. Zum Glück fragst du nicht sowas wie, was glaubst du, wird morgen mein Pokémon Present? Wann kommt das Origin Dex 4 Video? Wie mache ich das mit dem Ding? Oh, ich hab's gerade erst erklärt. Asself. Ja, es ist Asself. Warte mal, Entei guckt gerade total stoned rechts unten. Niemals wird es Black Gold und White Silver geben. Das ist so seltsam. Ich finde es auch überhaupt nicht interessant. Was soll denn das sein? Gen 2.5? Senil? Gen Senil? Was soll das denn für ein Spiel werden? Wie mache ich das? Ich persönlich mache das mit Blue Retro. Kannst du ganz einfach googeln. Blue Retro ist eine Open Source Software. Dazu kann man sich auch einen Adapter kaufen auf Amazon, Alibaba, wo auch immer. Kostet so 15, 20 Euro. Ist ein Adapter, den du an 4 GameCube schließen kannst oder nur 2 oder nur 3. Du musst dann aber sehr viel Hotkey-Einstellungen machen, dass das funktioniert. Du musst quasi den Adapter und die Software ein bisschen austricksen, dass du halt die Hotkeys so verteilst, dass es ein Controller auf 4 Ziele, aber das kann man einstellen. Wenn du das machst, kannst du gerne mich nochmal fragen und dann kann ich dir einen Screenshot schicken, wie ich es gemacht habe. Die nächst teure Option ist, hier, ich habe es bestimmt noch in der Copypasta, oder? Nein, doch, haha. Ist hier von diesem Shop zum Beispiel, da kannst du dir eine Game Boy Advance Cartridge kaufen. Und 4 Gameboy und 4 GameCube Adapter und kannst dann mit deinem Gameboy Advanced oder SP oder DS diese GameCubes steuern. Das benutzt auch das gleiche Signal und funktioniert super. Das ist wahrscheinlich das zuverlässigste und günstigste, was du dir holen kannst. Das, was ich gerade benutze, ist nicht sehr zuverlässig, also es ist sehr ungenau. Hier bei einem 3D-Spiel geht es ans Okay. Also, sobald du ein 2D-Pokémon spielst, wäre das nicht genau genug und du würdest nicht synchron laufen können. Und das teuerste und originalste ist, 4-mal den Wavebird-Controller zu kaufen von GameCube. Und dann kannst du mit einem Controller 4 Wavebirds steuern. Das ist das teuerste, weil ein Wavebird kostet mindestens 100 Euro.
Und vor allem in Deutschland sind die sauschwer zu finden. In Amerika findest du die pro 100 Euro oder sowas, aber in Deutschland allein 4 Wavebelt-Controller zu finden mit Empfänger ist schier unmöglich. So, gleich sind wir bei 3800. Dann fehlen nur noch 296. Und dann sind wir bei der Hälfte. Ich hoffe nicht, dass ich über Orts gehen muss. Dann habe ich keine Motivation mehr für Suicune und Raikou. Auch jetzt wird es schon schwierig, langsam sich da mit anzufreunden, das gleiche noch mit Raikou und Suicune zu machen. Aber wenn ich über Orts gehe, dann sollte Suicune und Raikou schneller kommen. Das ist die Regel. Das ist die Regel, wie das Universum funktioniert. Pfiffig. Das ist so pfiffig. Also ich steuere das gerade mit einem PS4-Controller. Und bald mit meinem GBA. Ich bin immer noch sehr gespannt, wie lange dann die Batterie vom GBA hält. Wie viele Resets kann ich machen, bis ich neue AA-Batteries reintun muss. Und wie viele Batterien kann ich kaufen, bevor es sich lohnt, den Akku-Mod zu machen, der 40 Euro kostet. Batterien sind aber teuer. Aber zwei Double A's? Was kosten zwei Double A's? 2 Euro? Das heißt, ich kann 10 mal das machen? Ne, 40? Ne, warte mal, was? 2, 10 mal 20? Das heißt, ich kann 20 mal? 20 mal die Batterie austauschen, bevor. Und dann ist es halt. Dann habe ich Geld rausgeschmissen. Nee, Darkrai war unter 1000, nicht unter 500. Shaman war 2000, über 2000. Arceus war unter 200 und Darkrai war unter 1000. Ja, allgemein habe ich noch nie so wirklich viele Hands gehabt, die extrem weit drüber gingen. Ich meine, ich habe schon Eier gehabt, die 6000, 8000 überschritten haben. Bei Verkokel, glaube ich. Nicht Verkokel, Krokel. Was ist nochmal Verkokel? Bei Krokel, glaube ich. Ferkuli. Ich denke, du wirst um die 4000 hier landen. Das sind wir ja schon um die 4000. Ich habe mein Glück aber sowieso die ganze Zeit aufgebraucht, weil ich habe letztens einen Flurmel in 12 Eiern gefunden. Und dann 32 Eier später noch einen Flurmel. Dann habe ich Fion im 4. Ei gefunden und so weiter. Das heißt, ja, vielleicht habe ich das alles hier verdient. Filori war schlimm. Ne, bei mir war... Quax war am besten. Dann kam Filori und dann kam Krokel. Krokel hat... Och. Bis ich die 3 Eier hatte, waren es irgendwie 8000 Eier. Also deswegen, es war nicht mal ein Ei mit 8000, es waren 3 Eier mit 8000. Du hast gestern Arceus bei 2000 gefunden? Ah ja, stimmt doch, das habe ich auf Discord gesehen. Ja, da war der Drarot sehr, sehr neidisch. Der bei über 8000 inzwischen ist. Au, au, au. Aber du Arceus bei 2000, ist geil. Ich habe immer mega Luck. Nee, nicht immer. Ich meine, beim Origin Dex habe ich 330 Carpadore
angeln müssen, bevor eins Level 100 war. Da war ich 130 über der Chance. Ich habe Regigigas über 200 Bälle draufgeschmissen. Ich habe bei Darkrai über 200 Bälle draufgeschmissen. Was alles streng genommen unter Odds ist, wenn man beachtet, wie unfassbar selten es ist, also die Chance. Wobei, wenn die Chance 0,8% ist, dann sind wir fast bei 1%. Das heißt, 100 Bälle sollte der Schnitt sein. Oder 120 oder sowas. Und ich hatte welche mit 200, aber dafür hatte ich auch welche, die im ersten Ball drin geblieben sind. Ja, das Universum gleicht alles aus. Es ist alles fair. Das Universum ist fair. Eben, Drau, du kriegst jetzt bald das Arceus, hast dann unglaublich viel Glück angesammelt. Und dann machst du auch beim Egg Month mit und kriegst, keine Ahnung, was würdest du in Gen 3, 4, 5 dir holen wollen? Eigentlich ist das einzig wirklich... Ich meine, es gibt sehr viele coole Hunts natürlich. Aber bei Eiern ist doch wirklich das Besonderste ein Manaphy-Ei. Eine coole Sache gäbe es noch, finde ich. Das Pichu-Ei aus Pokémon Box. Das Pichu, das Surfer kann, aus Pokémon Box. Das kann man auch shiny breeden. Wenn du über 1, 2, 3, 4, 5 Versuche brauchst, giftig 25 Subs. Das kann sehr gut passieren. Das ist keine abwegige Zahl. Wird das Spiel 4-mal abgespielt? Ja, ich habe 4 Gamecubes hier stehen. Warte, Kamera, geh rüber. Kamera. Schneller. Warum ist sie halt so langsam? Da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das Togepi und Riolo sind auch ganz nett. Ja, klar, klar, es gibt coole Pokémon, aber am Ende ist es immer das Gleiche. Du holst ein Ei und brütest es aus. Bei Naffi finde ich es zumindest ist wenigstens noch ne, die Besonderheit dabei, dass du 4 Stück dir holen musst. Oder nicht musst, aber es besser machst, dass du Cartridges finden musst, wo das Spiel überhaupt noch drauf ist, also das, wo das Ei noch drauf ist und so weiter. Und bei Pokémon Box, dass es halt aus Pokémon Box ist und dass du über 1000 Pokémon draufladen musst, um das Pichu überhaupt zu bekommen. Also... Das sind die einzigen 2 Eier, die mir einfallen. Oder halt noch die anderen aus Pokémon Box. Da gibt es ja auch noch andere, wo man nur 100 storen muss. 200, 500, glaube ich. Und alle anderen Eier sind halt Eier im Spiel, die du einfach mit 1 zu 8000 ausbrütest. Einfach, um Gottes Willen. Aber es gibt halt nicht sowas wie, keine Ahnung, dass man jetzt Safari Week hat, wo es 1% Spawns gibt oder noch geringere, wenn du ein Geschlecht mit einrechnest und so weiter. Bei Eiern ist es halt immer das gleiche, außer Manaphy und Box. Und in Gen 4 gibt es noch Ranch. Aber ich weiß nicht, ob man die Shiny... Kann man die Shinies... Kann man Mew und... Also die aus Ranch, kann man die Shiny hunten? Wahrscheinlich. Aber wie? Welche Capture-Karten nimmst du? Ich habe mir eine sehr teure gegönnt. Von Blackmagic. Kostet 500 Euro. Die würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Aber ansonsten gibt es Avamedia, Elgato, was immer dein Herz dir begehrt. Einzig wirklich wäre Manaphy, aber das komme ich aktuell nicht ran. Ja. Ich muss auch noch ein Spiel bis dahin durchspielen und gucken, ob da überhaupt ein Manaphy-Ei drauf ist. Aber ich glaube schon. Dann habe ich 4. Ich habe nur keinen Bock. Vielleicht spiele ich, wenn ich in Deutschland bin, wenn ich Zeit habe, immer mal wieder Ranger.
Welche Einsteiger-Capture-Card würdest du empfehlen? Wolltest du jetzt streamen? Willst du das auch wirklich streamen für Zuschauer? Ja, ne, du sagst Stream. Oder willst du einfach nur Aufnahmen machen vom Spiel? Ja. Ausrufezeichen 4. Mach mal Ausrufezeichen 4. Da kommst du auf meine Website und da unter Equipment und Capture Cards findest du, also wenn du auf die Website gehst, kannst du bei Equipment und Capture Cards all die Capture Cards anschauen, die es gibt. Es gibt günstige für 20 Euro. Aber ne, es ist halt immer umso teurer du wirst, desto besser ist die Qualität. Deswegen, also kommt drauf an, wenn du einfach mal es ausprobieren möchtest, kannst du dir für 20 Euro eine kaufen. 20 Euro sind, vielleicht kannst du entbehren. Aber wenn du es wirklich ernst meinst, dann fängt es bei 100 Euro an und dann kommt drauf an, ob du noch eine Kamera mit dazu benutzen willst. Also wie ich jetzt hier Kamera und Spiel, dann ist zum Beispiel die Ava Media Duo sehr gut, weil das ist eine Capture Card, wo du Kamera und Spiel reinstecken kannst. Wenn es dir nur ums Spiel geht, dann wäre das natürlich zu viel und dann holst du dir einfach eine Elgato für 100 Euro. Hast du guten PC, hast du Platz im PC, dann ist es eine interne. Wenn du die Capture Card gerne extern hättest, dann ist es eine externe. Es kommt ganz drauf an, was du willst, aber auf der Website sind die wichtigsten aufgelistet. Da ist nicht die aufgelistet, die ich habe, weil 500, die brauche ich niemandem empfehlen, die ist viel zu krass. Wann ist Leo in Deutschland? Wann kann man ihn nicht gucken? Mitte März. Wie viel hast du für deine Tattoos ausgegeben? Wie viele hast du schon? Das kannst du nicht zählen, wie viel ich habe, weil Körperteile komplett voll sind. Aber du kannst Ausrufezeichen Tattoo machen und dir meine Tattoos anschauen. Wie viel es gekostet hat, weiß ich nicht. Im Schnitt 180 Euro pro Stunde. Und keine Ahnung, ein Arm dauert 20 Stunden. Machst 20 mal 1.500, 20 mal 180 Euro, mal 2, plus Brust, plus Bein, keine Ahnung. 8.000 Euro, 10.000 Euro? Weiß nicht. Who is counting? Zugehackter Krimineller, genau. Die Ava Media Mini würde doch gehen, oder? Die gehen alle. Wie gesagt, es kommt drauf an, was du willst. Wie viel Frames, wie viel Hertz, Pass-Through, 4K, HD, was immer du willst. Funktionieren tun die alle. Der Haze Angel der Pokémon? Nee, nee, es gibt einen bekannten Pokémon Shiny Hunter Poketuber, der aus UK kommt. Der ist Angel, Haze Angel der Pokémon. Wie heißt er nochmal? Der hat auch so einen Namen, so einen UK-Namen. Der hat das ganze Gesicht zutätowiert und sowas. Also da bin ich nichts dagegen. Wie viel gibst du auf die Stunde ausgerechnet durchschnittlich für Brot aus dem Monat? Bert, was? Für Brot? Hier gibt es kein wirklich gutes Brot. Wie für Brot? Lese ich richtig? Brot. Sag du zuerst, dann sage ich es dir. John Stone? Nein, John Stone ist nicht zutätowiert. Ach, du wolltest auch eine Geldfrage stellen. Ach so. Du hast für deinen kompletten linken Arm mit kompletter Brustkorb knapp 5K bezahlt. Ich kann nicht mal sagen, ob es viel oder wenig ist. Ich habe keine Ahnung. Wo lebst du denn, wenn du nach Deutschland kommst? Ich lebe in Dublin, in Irland.
Eins, zwei, drei, vier. Oh, sind wir 3, 8. Eins noch. 3, 8, 0, 4. 3, 8, 0, 8. 3, 8, 8, 8. Geht 8, 8, 8? Ja, 3, 8, 8, 8 geht. Aber nicht heute. 3, 8, 8, 8 würde gehen. Ich muss immer noch Gen 1 bis 3 auswendig lernen, aber ich finde keine Zeit dafür. Ich habe es nicht vergessen, es steht auf meiner To-Do-Liste. Alle Pokémon in der Reihenfolge auswendig lernen von Gen 1 bis 3. Aber es sind so viele. Wie viel ist es denn? 151 plus 100, 251 plus 138, glaube ich. Hat Gen 3 138? Oh, es ist so viel. 380 oder was? Würde auf 4K gehen heute, das würde genau gehen. Es geht, 100er Schritte gehen immer, weil 100 ist durch 4 teilbar. Aber nein, 4K würde noch 200 Minuten dauern. Auf dem Flug in Deutschland üben. Ey, ich muss es laut aufsagen. Ich kann es nicht im Kopf, ich muss es laut aufsagen. Außer nicht lernen, ist immer laut sprechen. Wir sagen, bisa knos, bisa flor, glumanda, glutexo, glurak, shiggy, shillok, turtok, raupi, saf, konsmetbo, hornlio, kuna, bibo, ratfratz, radikal. Schon falsch, oder? Die erste Gen habe ich schnell wieder im Kopf. Weil die war schon mal im Kopf, die habe ich schnell wieder im Kopf. Aber dann wird's hart. Endivie, Lorblatt, Meganie. Feurigel, Igelava, Tornupto, Kanimani, Tyrakrok, Impergator. Oh, was kommt dann überhaupt? Kommt dann Visor? Es gibt keine... Ah doch, es gibt Käfer. Kommt dann Weberak? Nee. Kommt Weberak nach Impergator? Kommt da nicht... Entweder es kommt Visor oder Huthut. Rapp. Stefan Rapp. Kommt Visor. Visor wie Senior. Weberak. Ariados. Dann kommt bestimmt Huthut, Noctu. Relativ früh kommt, glaube ich, auch Voltilam. Ich glaube, Gen 2 wird relativ einfach, weil es so wenige sind. 100. Aber es sind halt nicht wirklich 100, weil du musst dir einfach nur die Reihe merken. Und viele Reihen sind 3 Stück. Das Gemeine ist, wenn Pokémon hintereinander kommen, die keinen Bezug zueinander haben. Wie zwischendrin kommt einfach dann Stalos. Und dann vergisst man Porenta. Oder was vergisst man in Gen 2 sehr gerne? Fabigel. Girafarig. Und dann kommt Incognito. A, B, C, D, E, F, G. Huthut kommt nach Visenior und dann erst Weberak. Was ist das für eine Reihenfolge? Rosana vergisst man auch gerne, ja. Porygon vergisst man auch gerne. Porygon 2 gibt es dann in Gen 2. Vor Weberak kommt noch Ledibar? Was? Stimmt, Ladybar vergisst man auch so gerne. So ein kleines, unnützes Käferchen. 1, 2, 3, 4. Das heißt Verbagel. Das heißt auch Verbagel. Ich sag's nur für euch richtig. Bis weiter Dragon Ball schauen. Das tut mir leid. Schaut eigentlich irgendjemand diese Avatar-Serie? Und wie findet ihr sie? Was ich bisher mitgekriegt habe, ist, dass Avatar-Fans finden es gut, alle anderen finden es scheiße. Das kommt auch von Beagle, dem Hund. Nee, es kommt von Bagel, dem Hund. Will, aber Spaß mir auf. Habe ich schon durch. Ist solide.
Ich habe mich auch nie für Avatar interessiert und ich werde auch nicht damit anfangen. Von als Außenstehender finde ich, Aang sieht sehr seltsam aus. Ich finde, Aang sieht zu sehr wie ein kleines Kind aus. Ich schätze mal, dass Aang wirklich so ein kleines Kind ist. Aber ich finde, es ist zu sehr ein kleines Kind. Und mich stört so sehr dieser Pfeil auf der Stirn. Was im Anime ist, ist so typisch dieses, der Bruch zwischen Anime und Real Life. Im Anime kommst du mit sehr viel seltsamen Sachen davon, wie zum Beispiel einem riesigen blauen Pfeil auf der Stirn. Aber wenn du das in einem Charakter dann wirklich im echten Menschen einen blauen Pfeil auf die Stirn machst und dann ist es auch noch irgendein achtjähriges Kind, dann sieht das so lächerlich aus, finde ich. Aber alles andere sieht eigentlich ganz cool aus, aber ich habe null Bezug dazu. Ich weiß, dass Aang ein Kind ist, aber wenn ich den Anime-Charakter sehe und daneben den Schauspieler, das Kind, dann liegen da für mich 5 Jahre dazwischen irgendwie. Der Pfeil ist die Meistertätowierung der Luftbändiger. Das ist mir alles komplett Wurst. Ich sage ja nur, ich habe keine Ahnung. Ich finde, es sieht nur lächerlich aus. Deswegen ist, ich interessiere mich nicht mal. Ich habe nicht mal das Interesse, das anzufangen, weil es für mich so unattraktiv aussieht alles. Aber der Anime auch schon. Ich weiß, viele lieben es und die Story und oh mein Gott. Aber ich bin so null angeturnt von dem, wie es überhaupt aussieht. Der Pfeil sagt hier reinschlagen, ganz genau. Ich finde auch, dass es lächerlich aussieht. Ja, es muss 12 Jahre alt sein, aber der Pfeil ist eben das Luftsymbol. Aber kein anderer hat irgendein Symbol auf dem Gesicht. Außer irgendjemand hat, glaube ich, ein verbranntes halbes Gesicht. Ist das dann das Feuersymbol? Aang ist auch erst 12 mit 100-jährigem Schlaf. Ist der 112? 3,5 von 5 würde ich sagen. Okay. Eben die erste Folge geschaut und die war eigentlich ganz gut. Ich finde, den Pfeil auf den Stirn haben sie im alten Film Der Kage ist besser gemacht. Also es ist so ein bisschen ein Henna-Tattoo. Ja, irgendwie kleiner machen. Irgendwie als Tattoo machen. Nicht so blau, sondern leicht. Ja, ich weiß nicht, wie der alte aussieht, aber es kommt mir einfach vor, als ob da jemand mit einem Filzstift draufgemalt hätte auf seine Stirn. Und das Kind sieht gar nicht aus wie 12. Ich finde, das Kind sieht aus wie 8. Aber ich habe keine Ahnung von Kindern. Zum Glück. Hey, ich habe übrigens einen pädophilen Witz im Gen 4 Origin Dex Video eingebaut. Extra für euch. Keine Angst, auf meine Kosten. Muss doch sein. Im guten alten Pokémon-Content müssen wir die schwärzesten Witze einfügen, die nur geht. Wie denn auch, die sind alle tot, es ist der letzte Luftbändiger. Spoiler. Vielleicht wollte ich es noch anschauen. Aber ich würde auch keinen Bock mehr aufs Leben haben, wenn ich so einen blauen Pfeil auf der Stirn hätte. Kein Wunder, dass die alle ausgestorben sind. Leo mag keine Leute mit Tattoo im Gesicht. Das ist doch kein Tattoo. Das ist mit Wassermalfarbe aufs Gesicht gemalt. Sieht man am Anfang von der Serie, wie der kleine 12-jährige Aang so in einem Tätowierstuhl drin sitzt und einer mit so einem richtigen Stock ihm auf die Stirn hämmert? I don't think so. Jeden Morgen sitzt der kleine Aang vorm Spiegel und malt sich mit Wassermalfarben auf die Stirn. Ja, früher hat man, wenn der Kumpel eingeschlafen ist, hat man dann Penis drauf gemalt, kein Pfeil. Erinnert mich gerade an die One Piece Real Life Verfilmung. Usopp mit der langen Nase aus dem Anime wäre auch ganz weird. Ja, also die Charaktere haben sie großartig gemacht, aber die Fischmänner zum Beispiel. Gibt es eigentlich Fischfrauen? Bestimmt ist irgendwo im Hintergrund eine Fischfrau zu sehen, oder? Ich meine, das sind ja die Meerjungfrauen dann. Stimmt, es sind dann die Meerjungfrauen. Bei denen Sanji dann so abgeht. Was soll ich sagen? Aber bei den Fischmännern ist es dann so ein bisschen zu viel gewesen.
Ich glaube, sie haben das Beste daraus gemacht, was man hätte machen können. Aber bei Arlong sah es dann komisch aus, dass es dann tatsächlich so eine Nase war mit Schwertern dran. Also so eine Schwertnase. Sägenase. Aber sonst alle anderen waren so perfekt. Aber es gibt halt normale weibliche Menschen, die keine Meerjungfrauen sind. Gibt es? Ich weiß gar nicht, ich hab das. Das ist alles so lange her, der Arc mit den Fischmenschen. Der Spucker sah auch weird aus. Ja. Die alle Fischmenschen sahen weird aus. Vielleicht haben sie deswegen den Seestern nicht gemacht. Was so ein Patrick, der dann da rumsteht. Okta hieß der, genau. Es war gar kein Seestern, stimmt, Okta. War das kein Seestern? Nee, das war ein Oktopus. Vielleicht haben sie den deswegen nicht gemacht. Oder er kommt noch. Eigentlich ist es ein wichtiger Charakter, eigentlich können sie ihn nicht weglassen. Vielleicht ist es einfach dann ein anderer. Deswegen, ich weiß, wir haben da schon so oft drüber geredet, als der Anime draußen, als der Netflix-Adaptions draußen war, Ding. Der Spucker hieß Kiss, echt? Ja, deswegen, ich glaube, zweite Staffel für One Piece haben sie doch verkündet, oder? Ich glaube, dass es nicht für immer gehen wird, wenn sie klug sind. Ich glaube, wenn die da noch groß weitermachen, ich glaube, die Grenze ist schon bei beim Gewittergott, wie heißt der? Auch irgendwas mit E. Enel, genau. Enel. Ich glaube, bei Enel werden sie schon sagen, wenn da dann der Kampf losgeht mit dem Gewitter und dann fliegt er da auf einer Wolke und was nicht alles, da wird es schon an. Ah. Und dann der Kampf auch, ist abnormal. Ich meine, sie haben Arlong-Kampf ja ziemlich getreu dem Anime gemacht, mit dem Einstürzen und sowas, mit der fetten Faust und so, ja. Aber das wird ja immer abnormaler. Und deswegen glaube ich, irgendwann werden sie sagen müssen, okay, wir machen hier entweder einfach Schluss oder wir machen ein eigenes Ende für die IRL-Verfassung, für die Real-Life-Version. Oder sie machen weiter und es wird so schlecht, dass es keiner mehr guckt und es wird abgebrochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie... Also klar, die werden jetzt immer mehr Geld kriegen. Und somit wird das CGI noch besser, so wie bei Witcher auch. Witcher am Anfang war kacke und inzwischen ist das CGI recht gut. Da übrigens bin ich auch gespannt, ne? Was da jetzt passiert. Eben Chopper. Chopper wird schon schwierig. Was machen die mit Chopper? Oh mein Gott. Oder Brock. Brücke. Ich meine, Skelett ist noch einfacher als ein Rentier. Rentier. Enel kommt viel zu früh. Hm. Viele mögen Enel. Ich mochte den Arc gar nicht so. Ich fand den zu lächerlich, den Typen irgendwie. Ich kann mich auch nicht mehr viel daran erinnern. Nur dass am Ende Elektro und ich bin Gummi. Pech gehabt. Ja, Smoker wird cool. Smoker sieht cool aus. Weißt du, das kann man ja alles irgendwie adaptieren, sodass es... Also natürlich, irgendwie werden sie es machen, dass Smoker in so einer Wolke sich fortbewegt und so. Aber auch wenn sie es nicht machen, gäbe es bestimmt viele coole Wege, einfach, dass immer Nebel um ihn rum ist. Oder er einfach aus den Ärmeln immer raucht, ohne dass er jetzt zu einer Wolke wird. Aber das wäre cool genug, finde ich. Aber wenn es dann einfach so eine... Keine Ahnung, irgendwann kämpfte er gegen einen riesigen schwarzen Panther von Balboa. Hancock, Balboa, ja. So, kämpft er dann wirklich gegen CGI-schwarzen Panther? Den er dann... So eine geile Stelle, so eine lustige Stelle. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das wird dann irgendwie irgendwann zu Anime, zu lächerlich. Und dann müssen sie einfach aufhören oder so smart sein und es so adaptieren, dass es immer noch realistisch in unsere Welt passt. Und dann müssen sie sehr viel wegschneiden. Was ich mit fein wäre, ich finde nicht, dass man, ich bin fasziniert, wie viele Szenen sie Frame für Frame übernommen haben.
Aber das wird immer schwieriger dann. Du glaubst, kriegen sie gut hin? Was ist denn so ein extremes Beispiel? Ich meine, glaubst du, wir werden irgendwann eine riesige Big Mama haben, die rumläuft, während sie auf einer Welle durch die Meere düst, während eine riesige Sonne ihr hilft und der eine Candies und Mochis rumwirft und was? Irgendwann ist es halt so abstrus, dass es dann wieder zum Anime wird und dann ist es gar kein Real Life mehr. Und dann sieht's aus wie all diese Anime-Verfilmungen, die gefloppt sind, wie Bleach und Fullmetal Alchemist. Selbst Death Note floppt, obwohl das auch noch in unserer Welt spielt, so ungefähr. Twitch leuchtet mich gerade an, dass man Tickets für die TwitchCon kaufen kann. Ja, ich bin mir auch super unsicher. Ich warte diesmal. Letztes Mal habe ich sofort ja alles gekauft, von Hotel, Flug und Ticket und alles. Und dann wäre ich lieber nicht gegangen. Ich dachte eigentlich, wir gehen dieses Jahr nicht. Und jetzt haben schon andere gesagt, die ich sehr mag, dass sie gehen werden. Jetzt bin ich so, okay. Aber diesmal warte ich. Ich habe Vertrauen in Oda. Ich glaube nicht, dass er so viel Einfluss darauf hat. Klar, der schaut drüber und er wird gefragt. Aber glaubt ihr, ich meine, wir kennen ihn jetzt nicht persönlich, aber glaubt ihr, Oda wird dann da stehen und sagen, das sieht kacke aus, macht es nochmal. Und dann müssen sie Millionen von Dollar verbrauchen, nur weil Oda nicht aufhört zu sagen, das ist kacke. Weil wie willst du Chopper? Der Chopper wird interessant. Aber rein so Pacing-mäßig müsste doch in der nächsten Staffel Chopper kommen, oder? Sie könnten es bis Crocodile schaffen, glaube ich. Crocodile ist dann das Finale. Robin. Chopper ist bestätigt. Okay. Wie war das eigentlich bei Cowboy Bebop? Haben sie Einstein? War nicht CGI, ne? Es war ein echter Hund. Ja. Gott, ich bin immer noch so sauer, dass die Cowboy Bebop nicht weitergemacht haben. Das war so gut. Ich weiß nicht, warum viele Leute es nicht mochten. Das war so gut. Aber ich habe gestern auch einen Film mit Rosa angeschaut, der auch, ich finde, sehr gut war. Und dann haben wir gelesen, dass ihn niemand mochte. Es ist jetzt ein komplett anderes Genre, aber My Son. My Son. Ein richtig cooler Krimi. Und der Film hat was ganz Besonderes. Der ist mit McAvoy. Das ist quasi, wer ist da? Xavier Naidoo in Magneto versus Xavier, der Xavier-Typ. Professor X, heißt der Professor X einfach nur? Charles Xavier, genau. Der Schauspieler. Und in dem Film, ich verrate euch nichts, aber in dem Film wird sein Sohn entführt. X-Men, genau. In dem Film wird sein Sohn entführt und James McAvoy, der Schauspieler, hat kein Skript bekommen und das Einzige, was er gewusst hat, ist die Backstory von seinem Charakter, also dass er einen Sohn hat. Der ist also jeden Tag auf dieses Set gekommen, ohne zu wissen, was passiert, und dann ist halt einfach, die anderen Schauspieler wussten alle, was passieren soll. Und er hat immer so reagiert, wie er in dem Moment drauf reagiert hätte. Und das ist eigentlich ein super geiles Konzept für einen Film. Deswegen, ich finde, ich kann ihn nur empfehlen. My Son heißt der Film. Gibt's auf Netflix. Bei uns gibt's den gerade auf Netflix. Da haben wir ihn angeschaut. My Son. Sein Sohn wird entführt. Und er ist halt auf der Suche nach seinem Sohn dann. Aber das Besondere ist eben, dass der Schauspieler kein Skript gekriegt hat und alles, was passiert, was er schauspielert, ist in dem Moment improvisiert. Und das hat anscheinend bei vielen Leuten nicht so gewirkt, weil dadurch ist der Film auch sehr echt irgendwie, aber er ist halt nicht so pompös, wie er wäre, wenn es vielleicht ein Skript gegeben hätte.
Deswegen hat er auf Rotten Tomatoes irgendwie nur 35% von 100, was sau wenig ist. Und die größte Kritik ist, dass der Plot nicht gut genug ist. Und ich fand, also Rosa und ich, wir fanden es super spannend, was da passiert. Aber hey, anderes Thema. Meistern. Klingt nach M. Night Shyamalan. Es ist nichts Übernatürliches. Es ist einfach nur ein kleiner Krimi, so wie ein Tatort. Ein Mann versucht, seinen Sohn wiederzufinden. Ein bisschen wie bei Heavy Rain. Halt so ein, aber lang nicht so komplex wie Heavy Rain, um Gottes Willen. James McAvoy ist der junge Charles Xavier, genau. Picard ist Patrick Stewart. Genau, aber Patrick Stewart ist der alte Charles Xavier. Aber als sie X-Men wieder neu gemacht haben mit der Vergangenheit und sowas, ist James McAvoy, das ist der junge Charles Xavier. Patrick Stewart ist eigentlich Schauspieler, der vom Theater ins TV gekommen ist. Sehr viele Schauspieler sind vom Theater ins Fernsehen gekommen und andersrum. Sehr viele. Warum mache ich Erdbeben, wenn Entei vor mir steht? Das wird nichts. Das bedeutet wohl, dass wir zu Legends Arceus wechseln sollen, um einen Simsala zu finden. Überlebt ein Entei? Niemals überlebt ein Entei. Boom. Nope. Er ist zum Ritter geschlagen worden. Okay. Gibt's auch viele Schauspieler, die zum Ritter geschlagen wurden. Wie zum Beispiel Saruman. Wusstet ihr, dass Saruman, der Schauspieler Saruman, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, in beiden, gekämpft hat einfach? Und wie heißt er nochmal? Wie heißt Saruman? Ist Sabine auch, ja. Schrödingers Entei. Nee, wie heißt Saruman nochmal, der Schauspieler, Sir? Ach, der konnte Französisch, Deutsch, alles. Und der war für England, der war im Englischen, Gott, ich sage jetzt ein paar Sachen aus dem Falsch vielleicht, aber Saruman kannte sogar Tolkien, der ist so alt gewesen, das ist so krass. Christopher Lee, Sir Christopher Lee, genau. Und der Typ hat im Zweiten Weltkrieg anscheinend für England war der quasi so ein Geheimagent. Und da gibt's Stories von anderen Schauspielern, die immer versucht haben, aus Christopher Lee halt Stories rauszulocken vom Geheimdienst damals. Und er hat immer dicht gehalten und hat nichts erzählt. Das ist voll krass, dass einfach Saruman oder Dracula war er auch, so viele. Oder der Star Wars Typ auch einmal, der gegen Yoda gekämpft hat. Wie der eine, der war einfach im Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg. Hat auch ein paar Metal-Alben rausgebracht. Der hat alles gemacht. Der ist so krass. Ist der direkt shiny oder erst nachdem du ihn gefangen hast? Wenn der direkt shiny wäre, würde ich ziemlich viel Zeit verschwenden, wenn ich ihn jedes Mal fange. Ah ja, also man muss ihn fangen, um es zu sehen, ja. Okay, ich muss kurz auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da. Und dann machen wir Legends Arceus. Vielleicht finde ich diesmal mein weibliches Shiny Simsala. Oder ein männliches Abra. Beides geht. Bin gleich wieder da. Morgen übrigens um 15 Uhr ist die Pokémon Presents. Das heißt, ich bin um 3:15 hier. Und wer nicht hier ist, ist selber schuld. Aber erwartet nicht, dass ich Spaß dabei haben werde. Ich werde der zynischste Pokémon Presents-Gucker sein. Auf ganz Twitch. Oha. Dann habe ich schon Spaß. Eben.
Jetzt. Es ist Zeit für ein wunderschönes, rosanbestücktes, mit kleinem Arsch Simsala. Hier haben wir Abra. Weiß man schon, was kommen soll? Wir werden mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Pokémon Presents bekommen, in der Sachen vorkommen, sodass Leute danach sehr sauer sind und ihren frustfreien Lauf lassen und sich darüber beschweren, dass Pokémon nichts gebracht hat, was sie wollen. Und das ist so spezifisch, wie ich es dir nur sagen konnte. Ja, komm, Alpha. Immer Alphas, die nichts bringen. Pokémon Sleep 2.0 mit integrierter Wetterstation, mit Rotom, Wetterfunktion. Wann warst du schon? Shit. Der das aktuelle Wetter anzeigt und dann im kostenpflichtigen DLC-Update noch ein Update, das die Luftfeuchtigkeit auslesen lassen kann. Wer liest die Luftfeuchtigkeit? Formeo. Wer ist mit Pokémon Finance, mit Mautzi? Oder Pokémon Fitness mit Kikli. Oder Pokémon Dance mit... Wer tanzt? Pokémon Sing mit Meluetta. Pokémon Karaoke. Mit einem Lied. Leb deinen Traum. Moment. Oh, den können wir immer noch checken. Pokémon Channel Remaster wäre tatsächlich lustig. Aber es ist ein zu schlechtes Spiel, dass die das machen würden. Die wissen selber, wie unnötig dieses Spiel war. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel jemals... Außer es gibt irgendwann natürlich GameCube virtuelle Konsole. Aber bis dahin, glaube ich. Da ist es, glaube ich, noch wahrscheinlicher, dass es Colosseum und XD geben wird. Weil das sind wenigstens beliebte Spiele mit Content, stundenlangem Content. Pokémon Channel ist in einer Stunde durch. Aber ich bin der Erste, der Pokémon Channel Achievements macht, wenn es auf Retro Achievements freigeschalten wird. Weil es ist ein gutes Spiel. Aber nur für sehr wenige Menschen ist es, glaube ich, ein gutes Spiel. Nice, JJ. Du musst dich überhaupt nicht beeilen. Bis wir das hier, glaube ich, mal spielen, Pokémon XD, werden noch ein paar Wochen vergehen. Wahrscheinlich kommt wieder ein Remake. Die meisten Leute wollen ein Remake. Das wäre das, was alle wollen. Du glaubst doch nicht, dass wir kriegen, was alle wollen. Mm-mm. Im Gegenteil. Ich glaube, es wird irgendwas Neues, was niemand will. Colosseum war kein finanzieller Erfolg für Pokémon. Es wäre sehr komisch, das zu remaken. Und wenn sie es remaken, würden sie so viele Sachen reintun, die das Spiel einfacher macht, weil es so schwer ist. Dass es kein cooles Colosseum mehr wäre.
unglaublich. Ich will kein... Ich meine, wenn sie Gen 5 jetzt ankündigen, wird es im November kommen. Deswegen glaube ich ja eben nicht, dass sie es ankündigen, weil November noch zu weit weg ist. Ich glaube, sie werden im Sommer Schwarz-Weiß ankündigen, damit es im November rauskommen kann. Pokémon kündigt. Meistens, die letzten Presents, die ich geguckt habe, sind die Pokémon-Sachen außer Mainline-Games. Sind frühestens 4 Monate davor verkündet worden. Aber sie könnten vielleicht einen Hint geben, dass es kommen wird. Aber ich glaube nicht, dass wir einen vollen Trailer bekommen würden dafür. Wo will ich hin? Hier hin. Ich hoffe so sehr, dass wir Gen 1 bis 3 bekommen. Hey, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Aber sei morgen nicht enttäuscht, wenn es nicht kommt. Ich würde sagen, Gen 1 bis 3 Chancen, das ist alles eine dumme Zahl, die nichts bedeutet. Würde ich sagen, es ist 30%, dass es kommt. Wenn ich Nintendo wäre, würde ich mir diese Sachen, die einfach zu machen sind, aufsparen für den Release der Switch 2. Sowas wie Zelda Remasters, Pokémon Remasters, die schnell gemacht sind und sie wissen, dass Leute sie ohne Ende aufschlammern würden. Würde ich vor allem jetzt, wo Nintendo nichts hat, würde ich die aufbewahren für den Release von der Switch 2. Damit mehr Leute die Switch 2 kaufen. Weil wenn du das exklusiv machst für die Switch 2, wie viele von euch kaufen sich eine Switch 2? Egal was kommt, Hauptsache irgendwas aus der Hauptreihe, ob Remake, Remaster oder neues DLC für Kamisin Popo, habe ich Bock drauf. All das, was du geschrieben hast, sind glaube ich schon zu hohe Erwartungen. Weil du Hauptreihe gesagt hast. Ich glaube, es kommt nichts zu einer Hauptreihe. Aber ich sage das doch bloß, um eure Erwartungen zu vernichten, sodass ihr euch umso mehr freut, wenn doch was morgen kommt. Ich kaufe sie eh, ich doch auch. Und jede Collector's Edition. Ey, wenn es Mystery Dungeon oder Pokémon Rangers gibt, würden die meisten Pokémon-Fans abgehen wie Schnitzel. Und die Casuals würden sagen, was ist das für ein Dreck? Aber der harte Kern würde sagen, oh mein Gott, wie geil. Aber die ganzen Casuals, die hoffen auf Gen 2 oder sonst was. Die dummen Vanilla-Gamer. Wenn sich denken, was ist das für ein Kack? Warum will ich denn Kreise ziehen? Gott, ich komme dauernd durcheinander. Man muss sich so konzentrieren. Habe ich jetzt schon gespeichert oder nicht? War ich hier schon? Ich glaube, ich war hier noch nicht. Wenn die morgen mit Pokémon Snap Ableger kommen, brennt morgen Tokio. Snap ist voll beliebt, aber Snap kommt nicht. Das New Snap ist noch zu frisch. Wir haben Snap schon auf der Switch. 2-mal. Sammel Trading Battlekarten. Gibt's doch auch. Was soll denn da für ein Spiel kommen? Ist doch online. Trading Card. Jetzt online spielen. Gratis. Abra los! Du bist ein Mutiges.
Hast du eigentlich jemals die Shiny Outfits handeln wollen? Nee. Ich würde Battle Revolution mal spielen. Aber so aus Spaß. Aber ich glaube nicht, dass ich auf das Kostüm Bock hätte. Ein Pokémon Battle Royale? Glaube ich nicht. Ein Survival? Glaube ich auch nicht. Aber ja, irgendwie sowas ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie sowas verkünden als ein neues Mainline-Ding. Sowas wie dieses Kirby's Masterchef oder wie das hieß. Was für Genres hat Pokémon denn noch nicht abgefrühstückt? Shooter, Battle Royale. Strategie? Naja, doch, Strategie schon. Ist das in dem Ding drin? Ist das da unten drin? Aufbau. Echtzeitstrategie. Pokémon versus Sonics in die Olympischen Spiele, genau. Poketekken fände ich aber eigentlich gar nicht mal. Dungeon Crawler gibt's, das ist Mystery Dungeon. Das ist ein Dungeon Crawler. Ein neues Poketekken, glaube ich, wäre gar nicht mal so dumm. So ein richtiges. Wobei, aber Poketekken gibt's für die Switch, aber ich glaube, das ist einfach nur so Wii U-Teil, oder? Aber so ein richtiges Poke. Oder so ein Pokémon nur wie Smash. Aber das würden sie nicht machen, weil Smash kommt quasi von Nintendo, wo es Pokémon gibt. Naja, das macht keinen Sinn. Aber Poketekken? Ja, halt so ein Naruto-mäßiges Pokémon. So ein One Piece. Sowas gibt's auch noch nicht. So ein. Wie heißen die? So. Wo man gegen Massen. Gegner Horden kämpft. Wie in Dynasty Warrior Game. Ein Warrior Game. Pokémon Warriors. Das stelle ich mir auch lustig vor, wie du so ein Knackrack bist und du kämpfst dich einfach durch so eine Armee von Bidisas. Das passt irgendwie auch nicht. Das wäre komisch. Warum sollten Horden an Pokémon auf dich zustürmen? Das macht nur Sinn, wenn es wirklich Kriege gibt. Wie hießen die Spiele wie Hades? Warum fällt mir das nicht ein? Soul Calibur für die GameCube habe ich sehr viel gespielt. Jedem Charakter die Story durch. Roguelike. Roguelike. Das ist übrigens nur so heißt, weil das erste Spiel, das ein Roguelike war, hieß Rogue. Und Pokémon Souls-like. Ja, dann ist es halt Kolosseum. Nee, Souls-like ist, glaube ich, zu
zu schwer. Das ist nichts für Pokémon-Fans. Also für die breite Masse nicht. Dann kannst du auch Unite spielen. Das kann schwer genug sein. Oder Nuzlocke machen. Oder vielleicht kommen sie mit einem neuen Spiel, das wie eine Nuzlocke ist. Was quasi wie Roguelike dann wäre. Ein Pokémon Roguelike. Nuzlocke sind ja quasi Roguelike. Binding of Isaac mit Pikachu wäre doch geil. Ja, das wird schon gehen, eben. Bist in so einem komplett random aufbauenden Map. Ich meine, es gibt ja ein Fanmade Roguelike. Ich glaube, es heißt Pokémon Rogue. Was sehr beliebt war eine Zeit lang. Was viele auch gestreamt haben und was auch echt knackig war und süchtig gemacht hat. Mich nicht, weil ich mag Roguelikes nicht so. Aber wir haben es einmal kurz ausprobiert und ich bin verzweifelt. Glaubst du, Gen 1 bis 3 könnten für die Switch kommen? Ja. Frage ist nur, ob jetzt oder in 10 Jahren. Boll? Was ist denn Boll? So ein Ori mit Pikachu würde auch gehen. Ein Plattformer. Ein Metroidvania. Ja. Gab's da nicht was? Also ich würde allein Plattformer oder eben ein Metroidvania in der Pokémon-Welt lieben. Ich frag mich nur, wie das reinpasst in die Welt. Das geht eigentlich immer. Du machst eine kleine Story um, keine Ahnung, wie so Rescue Team, eine kleine Story um eine Pokémon-Truppe und je nach Level steuerst du so wie bei, keine Ahnung, Donkey Kong jemand anderes. Und dann, je nachdem, Wasserlevel, nimmst du Shiggy. Und dann switchst du auf Glumanda, wenn auf einmal alles im Feuerbereich ist, um nicht zu verbrennen oder um über Lava gehen zu können. Und alles ist so 2,5D. Und kämpfst dich dann, oder Plattforms hauptsächlich. Kämpfst dich so durch so eine kleine Story, durch Metroidvania-Style. Ich würde sowas mögen. Es gibt nur so viele Metroidvanias, die einfach basic sind und nichts Neues machen. Wohingegen halt Ori hat halt wirklich einiges gut gemacht, besser gemacht und viele neue Sachen hinzugefügt. Wie, wovon ich immer noch schwärme. Ori hatte dieses geile Speichersystem, dass du deine eigenen Speicherpunkte setzt. Grandios. Grandios. Und ich wüsste nicht, was Pokémon an den Tisch bringen könnte für ein Metroidvania, was gut ist. Bin ich hier gerade neu? Ne, ich muss noch gehen. Bin ja gespannt, welches uninteressante Event für Carpa angekündigt wird. Ja. Irgendwas wird angekündigt für Carpu, sei es irgendeine neue Raid-Verteilung oder... Komisch eigentlich, wir sind... Zurzeit ist gar kein Raid, oder? Empoleon war das letzte. Wir haben noch nicht mal Panferno oder sowas gehabt. Oder? Hatten wir Panferno? Ich weiß es nicht mehr. Weil es so langweilig ist. Und jetzt gehe ich wieder raus, ich Trottel. Oh. Aber ja, irgendwas werden sie zu Kamsin und Popo verkünden und in dem Sinne auch sowas wie jetzt Koraidon und Miraidon in Shiny abholen mit diesem Code und dann yay. Und dann verkünden sie, dass noch mehr Pokémon in Kamsin und Popo geshiny-locked sind. Und Shinies nur noch in Raids vorkommen mit 1 zu 100. Echt schon wieder zurückgehen, nicht schon wieder zurückgehen. Oh mein Gott. Ja, irgendwas wird mit Carpu sein, irgendein kleines Event. Und ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, dass Koraidon und Miraidon in Shiny verteilt werden. Ich glaube, da müssen wir auf einen Pokémon-Kino-Film warten, der verkündet werden könnte. Zum Beispiel Pokémon Day, Trailer für einen Gen 9 Pokémon-Film. Jede Gen kriegt einen Film.
Wo ist der Gen 9 Film? Mehrere Filme sogar damals. Gen 8 hatte wirklich nur den Sarut Film, oder? Und da haben wir Sarut gekriegt. Das heißt, ein Gen 9 Film steht noch aus. Und dann eine mystische Verteilung vielleicht. Oder einfach nur eine Shiny Verteilung zu dem Film. Vielleicht gibt es einfach auch einen Film zu dem Mochimon. Dann kriegen wir das in Shiny. Oder einfach nochmal als Verteilung. Nee. Ich find's komisch. Es kann schon sein, dass sie trotzdem nochmal ein mystisches hinzufügen. Aber bisher gibt's halt nur Mochimon. Aber es wäre auch komisch, wenn sie jetzt nochmal, jetzt wo gerade eben erst ein mystisches rausgekommen ist, nochmal eins direkt hinterher schmeißen. Hey Muck. Ja, vielleicht verkünden sie auch einfach nur die nächsten drei Starter in Raids. Und dann dazu eine Verteilung. Gameboy Pokémon Spiele Port wäre nice, aber sehr unwahrscheinlich. Yep. Ich finde immer noch, also ich kann es nur von mir sagen. Und ich glaube, viele Menschen sind halt so. So alle sind so erpicht darauf, dass Gen 1 bis 3 auf die Switch kommen. Wie ich auch war. Bevor ich sie alle jetzt nochmal gespielt hatte. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Also ich spiele sie jetzt nicht nochmal. Und ich glaube, viele würden sich mega krass freuen, wenn es kommt. Und das Internet würde 3 Tage lang brechen. Und oh mein Gott, wie geil. Ich verspreche euch, nach einer Woche interessiert es wieder niemanden. Und die wenigsten würden die Spiele sogar durchspielen. Ich glaube, 90% der Pokémon-Fans oder weniger, 60% der Pokémon-Fans würden sich Gen 1 bis 3 dann eins davon jeweils auf die Switch laden, kaufen, wie auch immer sie es machen würden. Und vielleicht 5%, 10% von denen würden die überhaupt so lange spielen, bis sie sie durchgespielt haben. Weil die meisten sind halt nicht so wie wir oldschool unterwegs, sondern die meisten sind halt einfach, was soll das denn? Wo ist mein 3D? Wo ist mein EP-Teiler, automatischer EP-Teiler? Wo ist meine Box, die ich von überall zugreifen kann? Und werden halt super, so wie ich das oft war, du bist halt für einen Tag in der Nostalgie drin und bist so, oh mein Gott, ja, damals die guten alten Zeiten. Und dann hört die Nostalgie langsam auf und man merkt, wie alt die Spiele sind. Und der Großteil will die Spiele dann weglegen. Trotzdem wäre es geil, einfach sie zur Verfügung zu haben. Und ich bin dafür sofort, ne? Aber ich glaube, die meisten würden es noch nicht mal groß ausnutzen. Der kleine Prozentteil, der wirklich auf die Oldschool-Spiele quasi fokussiert ist, wie ich. Weswegen ich mir auch vorstellen könnte, dass Pokémon sich so lange Zeit damit lässt, weil sie, glaube ich, wissen, dass relativ wenige das Angebot nutzen würden. So. Genau, Pipo. Aber ich glaube halt, du würdest es spielen und würdest dann so nach 2 Tagen merken, boah, das ist schon hart, ein 20 Jahre altes Spiel zu spielen. Aber ich weiß nicht, wie sehr du die alten Spiele liebst. Warte mal, habe ich jetzt nicht mit der geredet? Hatte nie ein 3DS und so weiter und daher nie die Möglichkeit, die älteren Spiele zu spielen. Ja, 3DS ist ja sogar noch einige Generationen neuer, als die Spiele sind, von denen wir gerade reden. Wir reden von Game Boy. Wir reden von Spielen, in dem dein Itembeutel 20 Items tragen kann. Wo du physisch zu meinem Computer gehen musst, um deinen Beutel zu leeren. Wo du jedes Pokémon einzeln trainieren musst, weil es keine
EP-Verteilung gibt, wo du nicht rennen kannst, sondern nur in Schrittgeschwindigkeit gehen kannst. Es wäre so, wie wenn du hier so gehen würdest und du könntest nicht schneller gehen. Vielleicht ein bisschen schneller. Nee, ist schon zu schnell. Ist schon zu schnell. Ist schon zu schnell. So. Es wäre so, wie wenn du dieses Spiel so spielen möchtest und du kannst nicht schneller sein. Aber es gibt viele, die die Spiele immer noch spielen, klar, und Challenges machen und was nicht alles. Ich rede vom Großteil der Menschen. Die wären ziemlich abgeneigt von sowas, glaube ich. Also, nachdem die Nostalgie nachlässt. Ja, wenn es nicht mit Home-Verknüpfung kommt, oh mein Gott, dann ist der Aufschrei genauso groß wie die Freude. Zuerst ist es so, ja, endlich, und dann ist es, ihr Wichser. Sie geben uns etwas, was unbrauchbar ist. Und weißt du was? Es ist so zutraubar. Wenn sie es richtig smart machen, dann kommt die Verknüpfung mit Stadium sogar da so. Dann ist da so eine Verknüpfung mit drin. Aber das glaube ich als am allerwenigsten. Ich glaube, sie würden eine Home-Verknüpfung machen. Aber ich glaube nicht, dass sie mit Stadium funktioniert. Auch wenn es technisch nicht schwer wäre, das haben Fans schon gezeigt. Mit so Fan-Mods und so, dass es gar nicht so schwer ist, die Stadium mit den Gameboy-Spielen zu verknüpfen. Aber, keine Ahnung, es wäre so typisch. Oder zumindest, wir kriegen die Spiele und erst ein Jahr später die Home-Verknüpfung, weil Ilka so lange braucht, das umzusetzen. Das ist, glaube ich, eher das Wahrscheinlichste. Wobei, ich kann mir vorstellen, dass es ein Gesamtpaket ist. Aber wir sind schon wieder am Träumen. Ich wollte eigentlich nur kurz in Pokémon Blau das Shiny Mew holen, aber es macht mir wieder so Spaß, dass ich nicht einfach schnell durch kann. Ich werde es immer wieder erwähnen. Ich empfehle euch, wenn ihr die alten Spiele spielen wollt, aber ihr wollt irgendeinen Nutzen daraus haben. Das eine ist natürlich sowas wie ein Projekt draus zu machen, wie ein Origin Dex oder sowas. Das andere sind Retro-Achievements. So gut wie alle Pokémon-Spiele bis Schwarz-Weiß 2 exklusive, also inklusive Schwarz und Weiß, kann man heutzutage mit Achievements versehen und die Achievements sind knackig. Das ist wirklich sowas wie bekämpfe jeden Trainer, bekomme dein Team auf Level 100, mach den Battle Tower, finde alle Goldmedaillen und so weiter. Aber es sorgt dafür, bei mir zumindest die alten Spiele nochmal zu spielen und zu 100%, weil ich daraus halt Achievements bekomme, die ich mir anschauen kann und stolz sein kann. Ich würde heutzutage einfach nie Pokémon Kristall auspacken und aus Spaß spielen. Einfach. Ich brauche irgendwas, worauf ich hinarbeiten kann. Da sind Retro-Achievements echt geil. Deswegen freue ich mich so, wenn dieses Jahr die GameCube-Teile dazukommen. Die Gerüchte habe ich nicht ganz gecheckt, dass Leute sagen, dass Ilka auch am Remake arbeitet. War das die Quintessenz davon an diesem Gerücht? Dass sich das festgestellt, oder war das nicht irgendwas, was Q wieder einen dummen Witz gemacht hat und Leute interpretieren das da rein? Ich glaube, irgendwie sowas war, dass er ein Rätsel gestellt hat und alle sagen, das muss ja bedeuten, dass Ilka diese Gen noch dran arbeitet und dann nächste Gen nicht mehr dabei ist. Irgendwie sowas? Ich fand's wieder so. Ach komm. Kann doch alles bedeuten. Was kann sein? Wenn Ilka günstig ist. Money, 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 money. Hab
Kristall vor kurzem angefangen für Shiny Celebi und bin gerade dabei, Shiny zu breeden. Aber nicht Celebi, oder? Du brütest nicht Celebi. Echt, und jetzt Shiny breedest du mit was? Mit Shiny Ditto oder mit Shiny Gyarados? Oder ohne Shiny, du verrückter Mensch. Hatte Second Gen leider nie einen vollständigen Dex. Kristall wäre wahrscheinlich mit das erste, was ich spiele. Bis heute habe ich in den alten Spielen nur in Gen 1 und Gen 2 einen vollständigen Dex damals gemacht. Auch jetzt, wo ich Smaragd und Platin durchgespielt habe, habe ich ja keinen vollständigen Dex gemacht, weil ich nur die neuen Pokémon immer gesammelt habe. Aber damals, Gen 1 und Gen 2, habe ich, als sie rausgekommen sind, so lange, so oft gespielt, bis ich alles hatte, ja. Und jetzt inzwischen, ich glaube, ich habe nicht mal Let's Go vollendet. Wobei doch, Let's Go habe ich, weil da habe ich einen Schillerpin. Ich glaube, ich habe Let's Go 100% gemacht, also Pokédex gemacht. Legends Arceus. Also seit Let's Go habe ich dann wieder alle 100%et. Deswegen, Retro Achievements würde dafür sorgen, dass ich das auch mache. Todesschuss war, nachdem ich in Kristall Raikou letztes Pokémon gefangen habe und dann Gold starten wollte. In Rot, Gelb und Blau ist OT Rota J. Rota J. In Kristall gab es kein Leerzeichen. Also habe ich Roter minus J gemacht. Echt, in Kristall gibt es kein Leerzeichen. Und in Gold Silber gibt es wieder das Leerzeichen, aber kein Minus. Oh man. Warum nennst du dich nicht nur J? Das wird mich super stressen. Das wird mich super stressen. Aber ich weiß zum Beispiel noch nicht, wie ich mich nenne in Schwarz-Weiß 2 in der japanischen Version wegen dem Shiny Genesect, weil die japanischen Buchstaben sehen die japanischen Buchstaben sehen anders aus als die römischen, als die, wie sagt man, unsere halt. Du warst doch. Der Stresser mit den Alphas. Wie viel sind? Okay, es sind immer noch 4. Ist einer dazugekommen? 1, 2, 3. Okay, mehr sind's nicht. Ah, das war aber noch einer, oder? Ah ja. Deswegen liegt der 3DS auch. Aber da hast du die alle schon fertig? Ja, das merkt man aber auch. Ah, hättest du doch einen simpleren Namen genommen. Das merkt man halt erst, wenn man drinsteckt. Also, dass es kein Minus gibt, bist du sicher? Kein Minus, kein Leerzeichen. Das ist so seltsam. Also, was lernen wir? Keine besonderen Sachen. Nur der reine Name. Leo. Mein Name, das haben meine Eltern bestimmt vorausgesehen, ist so perfekt für Videospiele. Weil damals, wisst ihr noch, die Spiele, mit denen ich angefangen habe zu spielen, die hatten das System noch. Wenn irgendwo eine Rangliste war, wenn irgendwo war, gib deinen Namen ein, war das oft 3 Buchstaben. Sowas wie... Ah, wo war das? Wo war das zum Beispiel? Keine Ahnung, wenn du bei Snowboard Kids gewonnen hast oder so. Oder wahrscheinlich nicht das. Was waren das? Keine Ahnung, sau viele Spiele. Wo du... Nur wenn du was gewinnst oder wenn du deinen Charakter benennst. Nicht den Charakter benennst, da waren es immer mehr. Aber wenn du dich auf irgendeine Rangliste gestellt hast. Ja, vor allem Arcade. Ich glaube, bei Arcade ist es immer noch so. Aber damals war das auch in normalen Spielen so, nicht unbedingt Arcade-Spielen. Und ey, ich immer Leo. Perfekt. Und alle anderen dann immer so, keine Ahnung, Andreas, A-N-D oder
Die mussten immer ihren Namen abkürzen, nicht immer Leo. Das war so perfekt. Auf Twitch wäre es auch perfekt, aber wusstet ihr, dass auf Twitch die Regel herrscht, dass ein Benutzername mindestens 4 Buchstaben lang sein muss? Allerdings gibt es Ausnahmen, die sie bei sehr, sehr großen Creators machen. Zum Beispiel gibt es die VTuberin Wei, W-E-I. Und ihr Account heißt einfach nur W-E-I. Das heißt, wenn du groß genug bist, genug Einfluss hast, keine Ahnung, Leute kennst oder sowas, dann ist es sogar möglich, in den sehr kleinen Club zu kommen, der 3 Buchstaben User oder Accounts auf Twitch. Und wäre das nicht cool, wenn ich einfach nur den Account Leo hätte? Oh mein Gott. Ich will. Aber Jay zum Beispiel war auch super für 3 Buchstaben. Du hast das Potenzial, Jay. Aber du musst dich ja Roter Jay nennen. Aber ja, in Wirklichkeit heiße ich ja Leos. Da bitte Leos. Nein, 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 nein. Ich glaube, selbst bei Rayman, wenn du deinen Speicherstand gemacht hast, musstest du 3 Initialen eingeben oder sowas. 3, wir haben 3 Chancen. Komm, jetzt muss doch mal was dabei sein. Wir reden hier von einer Chance von 1 zu 200 oder sowas. Queso Matt. Queso. Dankeschön für 3 Monate. Fring. Fring. Fringet. Man sagt nicht mehr muss los, man sagt muss Leos. Leos. Hat eigentlich irgendjemand die Stream Awards angeschaut? Deutschland. Ich habe nur gehört, es war sehr... Ich weiß, dass Papa Platte alles gewonnen hat. Irgendwie 8-mal hat Papa Platte gewonnen oder sowas, was, glaube ich, ein bisschen übertrieben ist. Die Papa Platte Awards, genau. Also ein bisschen riggen muss man schon, dass er nicht alles gewinnt. Queso Matt, du bist ein Capu. Capofini? Ich weiß nicht welches. Das rosane. Aber ich habe auch gehört, dass die Clips, die gewonnen haben und sowas, waren meistens die, in denen einfach nur die ganze Zeit geflucht wurde und es war einfach super so, keine Ahnung. Wie sagt man? Müll. Aber ich habe sie nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ich fand, als ich die amerikanischen angeschaut habe letztens, ich fand, die waren diesmal noch besser gemacht als sonst. Das ist wirklich faszinierend, was eine Person da so ausrichten kann. Der amerikanische war dieses Jahr sehr, sehr, sehr glorifizierend. Sehr nett. Alles sehr... Oh. Auch so ein bisschen... Gab so einen Moment, der wieder sehr emotional war. Es gibt so einen Award, der einfach unerwartet verteilt wird an jemanden, der viel Einfluss hat in der Community, in der Streaming-Welt. Das hat dieses Jahr Maximilian Dude gewonnen, der in der Beat'em-Up-Szene extrem viel Liebe verbreitet. Und das war wieder herzallerliebst. Da werden dann so krasse Videos vorgestellt, die mit super viel Aufwand geschnitten wurden, um den Streamer zu preisen.
Ich fand es immer sehr, sehr, sehr gut. Sind Oscars. Wann sind Oscars? Oppenheimer wird alles gewinnen? Nee, nicht alles. Ich glaube, Hauptdarsteller. Oppenheimer. Alter, schon wir? Ah, nee. Ich muss jetzt das obere machen. Cillian Murphy wird, glaube ich, gewinnen. Bester Nebendarsteller Robert Downey Jr. wird wahrscheinlich gewinnen. Bester Film ist schwer. Ich würde bester Film nicht Oppenheimer geben. Wir können hier speichern. Schlechte Copy vom Internationalen. Ich meine, es ist alles sehr stark inspiriert vom Internationalen. Allein das auch, also ich sage jetzt nicht, dass es negativ ist. Aber es ist einfach so viele Parallelen, die man ziehen kann. In Amerika macht Cutie Cinderella die Stream Awards. In Deutschland macht Reef die Stream Awards. Aber ich habe sie nicht gesehen. Mehr kann ich gar nicht vergleichen jetzt. Ob auch der Ablauf der gleiche ist, ob die Awards die gleichen sind und so weiter. Am Endeffekt, es ist halt so, macht man halt Content. Man lässt sich inspirieren von anderen Sachen und macht seinen eigenen, gibt seine eigene Prise dazu. Ich glaube, beim ersten Mal war es ja noch, ich glaube, es war jetzt dieses erste Mal in Deutschland, dass es halt auch alles so in Person war und nicht übers Internet wie letztes Mal. Oh Gott. Hört auf, euch zu wehren gegen euer Schicksal. Wieder gelöscht zu werden. Ah. Hä? Hört auf, warum ist der aufgewacht? Was? Der Schild, warum bist du jetzt da reingesprungen in meinen Wurfball? Hört auf zu tanzen. Und einer ist es noch. Willst du bitte in diesem wunderschönen, altmodischen Hyperball drin bleiben? Was? Will nicht. Das waren gerade 5 Ausbrüche hintereinander. Ohne irgendwas. Ich muss heute kochen wahrscheinlich. Warte, ich frage mal, ob ich heute kochen muss. Ich habe das Wochenende hauptsächlich damit verbracht, das Gen 4 Video zu schreiben. Und damit bin ich fertig. Achso, ich habe es vorhin schon erzählt. Allein das Durchlesen hat mich anderthalb Stunden, hat eine Stunde 15 Minuten gedauert. Einfach nur das laute Vorlesen von dem Skript. Also, ich will es schaffen, das Video fertig zu machen, bis ich eine Woche weg bin.
Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe so viel vor. Und ich habe am Wochenende auch ein bisschen Blender ausprobiert und es geschafft, einen Knackrack dort einzufügen und so aussehen zu lassen, wie ich es gerne ins Video einbauen würde. Ich will viele Pokémon so als 3D-Netz darstellen, als Kapiteltrenner oder als Anzeige, einfach, dass es cool aussieht. Dafür muss ich ein bisschen 3D verstehen. Die Modelle baue ich natürlich nicht, das sind Modelle aus den Spielen selber. Aber allein die Modelle dann richtig zu rendern, einzubauen, animieren muss ich sie auch leicht. Alles habe ich hingekriegt. Und dann will ich sogar für eine Szene, die wahrscheinlich 2 Sekunden geht, auch einmal kurz draußen was aufnehmen, bevor ich ein bisschen Angst habe. Ich muss irgendwo hingehen, wo niemand mich sieht. Was ist deine Vermutung, was uns morgen zu Pokémon Presents erwartet? Es tut mir leid, du bist die 10. Person, die das fragt. Aber du kriegst die gleiche Antwort. Nichts. Wir werden nichts bekommen. Das Einzige, was wir morgen bekommen werden, was mich am meisten freut, ist, dass so viele Leute enttäuscht werden, weil nicht ihr Lieblingsspiel angekündigt wurde. Und dann werden sie wieder Pokémon hassen, obwohl Pokémon nie auch nur davon geredet hat. Und einfach nur Leute, die auf irgendwelche Gerüchte reinfallen und auf Leute reinfallen, die irgendeinen Scheiß labern. Und das können wir morgen erwarten. Und ich freue mich drauf. Auf den Frust von anderen, weil sie zu blöd sind, realistisch zu sein. Ehrliche Antwort. Nichts. Nichts wird morgen passieren, das irgendwie cool ist. Und wenn doch, freue ich mich. Nix. Fünf Ausbrüche ohne was? Wenn du bei 5 Stunden angekommen bist wie ich, dann darfst du dich beschweren. Du spielst doch gar nicht Legends Arceus, Mauri. Deswegen mach 2 Videos kürzer, wodurch es von mehr Randoms geschaut wird. Doppelte Klicks vom Stamm. Du kannst einen schönen Cliffhanger eines neuen Stilmittels reinbringen. Nein. Bist du... Machst du YouTube-Videos, Roter Jay? Bitte schlag niemals vor, ein Video in Teile zu unterteilen. Ich muss gehen. Außerdem unterteile ich meine Videos schon in Teile. Gen 1, 2, 3, 4, 5. Das sind schon Teile. Ich unterscheide und ich und dann mache ich auch noch extra andere Videos, wie den DNS-Glitch, wie das Tutorial dafür, um das nicht mehr im Video selber erklären zu müssen. Origin Dex besteht schon aus vielen, vielen Teilen. Ich mache nicht noch mehr Teile draus, weil erstens, und das kann man bestreiten, das kann man argumentieren, das kann man, da kann man dagegen angehen, weil es gibt Beispiele, wo das funktioniert. Videos in Teile einteilen, Kapitel 1, Kapitel 2, ist schlecht für den Algorithmus. Sehr, sehr schlecht. Es gibt Gegenbeispiele, wie immer, aber wo bin ich? Ich bin falsch. Aber, auch wenn ich 2 Teile draus mache, die meisten Leute werden Teil 1 anschauen, den 2. Teil werden sie nicht mehr anschauen. Weil der Algorithmus leider sowas nicht unterstützt. Und zweitens, ich persönlich selber hasse Videos anzuschauen mit Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und ich werde nichts machen, was ich selber nicht anschauen will. Lurky, du bist ein Azumarill.
Finger licking good, cause it's KFC. Blubmaus. Stimmt, somit jetzt bestätigt. Dino Lurky. Let's go Yoto. Let's go Meryl. Bestätigt. Lurky hat gerade einen Azumarill gezogen. Oh, warte, Leute, ich habe auch noch so einen guten Leak gesehen. Und ich sage Leak und nicht Gerücht. Weil ich kann euch jetzt den Leak zeigen. Ich kann euch zeigen, dass Nintendo schon bei der Kreation von der Switch daran gedacht hat. Ja, der Richter. Neun Pokémon-Spiele werden heißen Schlicht Weiß, Schlicht Schwarz. Bestätigt. Ich meine, dass wir das nicht sehen. Nintendo hat es schon eingearbeitet in die Switch vor 7 Jahren. Die wussten, dass jetzt das Remake von Schwarz und Weiß kommen wird. Da ist es. Aber niemand sieht es wieder. Ich habe es auf Twitter gesehen. Nicht, dass ich jetzt auf die Idee gekommen bin, aber... Ich meine, wenn ihr nach Leaks suchen wollt, dann hier. Da sind sie doch. Die wussten das schon, bevor es Farbfernsehen überhaupt gab. Genau. Schlichtschweiß vor allem. Schlichtschweiß. Ich liebe deinen Humor. Danke, aber der ist geklaut von Twitter. Ich weiß aber nicht, wer es ursprünglich gesagt hat. Ja, also wer seine Switch auf weiß gestellt hat, ist sowieso ein Psychopath. Boah, wenn ich Streams sehe, wo jemand dann auf den Home-Button drückt und alles ist weiß, Psychopath. Ich weiß, wie verkraftet man das? Das kann man nur verkraften, wenn man keine Seele hat. Schlicht schwarz. Unschlicht weiß und schlicht schwarz. Super schwarz und super weiß. Wie nennt man diese, wenn man Wände anmalt mit weiß? Alpenweiß. Alpenweiß und Universum schwarz. Das Beste, was ich bisher gesehen habe, sind Leute, die schreiben Twitter, nur zwischendrin in Klammern ein X und dann ist es Twixter. Twixter, dann sind alle zufrieden. Alpina. Imaga heißt Alpina, ja. Aber es gibt auch, glaube ich, Alpenweiß, oder? Heißt es nicht Alpenweiß? Alpina. Alpina Weiß und... Oh, warte, es gibt auch dieses Schwarz, was so unglaublich schwarz ist, dass es alles Licht verschluckt. Ah, oh, Phantomschwarz? Nee, wie hieß das nochmal? So, was wirklich null Konturen, null Schatten hat dann, weil es einfach alles aufsaugt. So eine Farbe, die man teuer kaufen kann. Venta. Venta, glaube ich. Venta Black. Ich glaube, es hieß Venta Black, ja. Alpina Weiß war voll der Scam, da waren gar keine Katzen drin. Was hat Alpina mit Katzen zu tun? Obsidian Schwarz, das ist zu englisch. Das verstehen die Deutschen nicht. Obsidian? Oh, schon wieder. Ich habe so einen Lack, bevor das Unlack kommt.
Mir aufgefallen, dass es im Englischen kein Wort gibt für Pech. Sondern nur Misfortune oder Unlucky. Aber es gibt kein eigenes Wort für Pech. So positiv. In der Werbung war eine weiße Katze zu sehen. Ich habe Werbung nie gesehen von Alpina. Bad Luck? Ja, ja. Bad Luck. Aber es gibt kein eigenes Wort für Pech. Das ist wie wenn du sagst, schlechtes Glück. so wie wenn du sagst, ich hatte kein Glück. Anstatt zu sagen, ich hatte Pech. Okay, ich meine, es gibt hier kein eigenes Wort für Pech. Aber es gibt im Englischen viele Wörter nicht und sie machen einfach dann halt so ein Negativ draus. Das ist Bane. Das war der einzige. Du hast Vulpix gefunden und das zweite auch. GG. Alola oder normal? Normal. Beide schwer zu sehen. Nur wir jammern doch auf so hohem Niveau, deswegen brauchen wir so viele Worte. True. Schadenfreude. Weltschmerz. Friesenbayer. Hallo. Hallo Tim. 4444444444444444. Ein Kadabra. Holopote macht Last Shiny. Moment, das ist traurig. Tja, lange her. Shiny Vulnona ist doch grau. Das sieht doch voll geil aus, so wie Galoppa. Oh mein Gott. Gib mir noch eine Runde mit Alpha Simsala. Oh Gott, bitte nicht. Shiny wollte bald selber fangen Hisui-Form. Okay. Und es ist Alpha Simsala. Okay, drei oder so müssen wir fangen. Ein. Gott. Oh Gott. Wieso schläfst du noch nicht? Hör auf! Was? Gott, ich hasse das Geräusch so sehr. Das Schlimmste finde ich diese Schreie, wenn man... Aha! Wenn man zurückgeworfen wird und einfach so wieder so ein Flunder da liegt. Nee. Cool Pokémon. Yes, very cool Pokémon.
Was mich persönlich ein wenig wundert bezüglich Pokémon Day, gerade in den letzten Tagen wird vor allem Kapu beworben und nicht viele Produkte von Pokémon. Ja, das ist doch vollkommen egal. Naja, aber sie haben, was war das? Sie haben in Unite was Neues vorgestellt. In Remakes zählt ein Countdown runter. Es gab den fetten Sinnoh-Tag jetzt am Wochenende. Und sie haben direkt das neue Event verkündet in Pokémon Go. Jede Reihe hat ihr Ding zurzeit. Was ist der Pokémon Day? Dienstag. Bulnona ist super hübsch. Das ist das Alpha da auf dem Vulkan und dann so ein Grau. Cool Musik. Tim, was ist deine Lieblingszahl? Ein Abra? Oh, und Kadabra? Okay. Acht? Du hast einen Humor, du hast einen guten Humor. Acht. Ich habe gehofft, dass du sowas sagst. Also, ich habe es auch eine Zeit lang immer mit X-Buds gemacht und das war so krank, wenn dann die X-Buds aufgetaucht sind. Die riesigen X-Buds einfach, die Windschnitt dann machen, in alle Richtungen kommen die ganze Zeit irgendwelche Windstöße. Aber deswegen ist das Spiel so geil, es ist so richtig so... Das hier ist doch Dark Souls genug, wenn man sich rumwirft und... Warum kenne ich die noch? Das war's doch. Ich habe einen Carbonausbruch. Gehe ich rein? Der gute alte Carbonausbruch. Also. Narbonne ist doch immer. Das ist doch immer wert, wenn du noch keine hast. Ist einfach zu sehen. Guckst ihn einfach in die Augen. Da hat was gebringt, aber es war ein Schalellos. Bei Schalellos. Aber warum mache ich nämlich keine Flugbälle, ey? Warum kannst du das werfen, wenn du K.O. bist? Das war ein anderer.
ist da gerade ein Alpha-Simsel aufgetaucht? Ja, da war gerade was Riesiges. Nein? Perspektive. Doch, da ist eins. Ich wusste es doch. Ist das von da hinten hergekommen? Nee. Oh mein Gott, warum sind es hier so viele? Hey, warum sind hier so viele? Bleibt ihr alle nicht drin? Okay, ich hole noch schnell das Schalellos und dann muss ich kochen gehen. Haben wir 100 Entei-Resets gemacht und sehr viele Abras gesehen. Und was kriegen wir am Ende? Eine Schnecke. Ich hatte das schon mal mit dem Nebulak. Wo ist es? Ist es nicht da? Aber ist es gerade Nacht geworden? Aber es sind auch keine Geister hier. Nochmal. Akurio. Wann kommt Gen 4? Wie soll ich dir jetzt noch danken? Wie soll ich dir jetzt noch danken? Du bist so gnädig und schenkst mir einen Sub. Vielen Dank dafür. Und dann kommt sowas. Ich kann doch nur denken, dass du mich trollst. Ja, haha. Okay. Dann danke für deinen Sub. Wenn dieses Schalellos weg ist, ich hatte das schon mal und kann es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Ich stehe da, da war ein Shiny. Ich gehe zur Stelle zurück, Shiny nicht mehr da. Ich hatte es, glaube ich, bei Schalellos, also jetzt hier, also bei Nebulak und bei Rihorn hatte ich es, glaube ich, auch mal. Ich kann es mir nicht erklären. Hä? Entweder dieses Schalellos war shiny oder es war noch eins hier. Aber es ist nicht noch eins hier. Hä? Wo ist es? Vor allem, es ist ja auch noch in einem Massenausbruch. Also, ich habe safe die gleiche Map gerade offen. Es ist einfach weg. Oder es war Nacht, aber es war nicht Nacht. Ich meine, ich lade ja den Speicherstand neu.
oder war ich davor hier oben und es ist so viel Zeit vergangen? Vielleicht war es Nacht, aber in der Nacht kommen nicht mehr Schalellos. Aber es waren drei hier, es war eins, war jetzt noch hier. Ich finde es jetzt raus, wo das ist. Du warst erst oben, das heißt, es ist mehr Zeit vergangen. Vielleicht war es dann schon Nacht. Aber es war, glaube ich, nicht Nacht. Hi, Lukas. Hi. Was für eine Meme hast du verpasst? Gar keine. Erinner dich an deine X-Bud-Anekdote? Hä? Ja, ja, ich war zuerst oben, aber das ändert nichts daran, dass an der Stelle ein Schalellos sein sollte. Schalellos spawnen nicht in der Nacht, im Gegenteil. Schalellos werden ersetzt in der Nacht mit Driftzeppeli an der Stelle. Und wenn, sollte dann Shiny Driftzeppeli sein. Also da ist immer dann ein Pokémon, das Shiny ist. Okay, dann gehe ich mal in die Nacht. Macht keinen Sinn. Es war nicht Nacht. Gerade war Sonnenuntergang, also vielleicht war es Nacht. Jetzt sind Driftzeppeli. Vorhin waren hier keine. Oh, hier ist kein Schalellos. Hä? Ich meine, ich brauch's nicht, aber ich will's verstehen. Warum ist Cap-Off so teuer? Damit du es nicht einsetzen kannst. Ich verstehe das nicht. Soll ich jetzt zu jeder Uhrzeit hier hingehen? Es kann nicht daran liegen, dass ich Mamfaxo aktiviert habe. Mamfaxo macht nur die Fragezeichen weg. Das spawnt doch nicht andere Pokémon. Und Slots von Pokémon werden ausgetauscht. Also ein Schalellos wird zu einem Driftzeppeli und dann wird es wieder zu einem Schalellos. Deswegen kann ja das Driftzeppeli shiny sein. Es macht keinen Sinn. Wo bist du? Also es war so, als ich hier war. Und dann bin ich zuerst rüber zu dem anderen. Und dann bin ich hier lang. Aber das Pokémon spawnen nicht einfach so später. Außer da ist eine Verzerrung. Oder? Nee. Okay, ich kann es verstehen, wenn der Massenausbruch weg ist. Dann haben nämlich mehr Pokémon Platz zu spawnen. Aber der Ausbruch war nicht weg, weil ich war ja bei dem Kadabra-Ausbruch. Da ist es. Warum? Warum? Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, warum das jetzt hier ist und später nicht mehr. Ey, ey, ey. Lass mich deinen Bruder fangen. Macht null Sinn. Warum sollte ein drittes Schalellos? Oder vielleicht war das weiter weg und ich habe nicht alles abgesucht, aber die haben nicht so einen großen Radius, in dem die sich bewegen. Verstehe ich nicht. Aber hey. Wer das Shiny nicht ehrt, ist das Shiny Dex es nicht wert. Ich glaube, alle Schalellos, die ich habe, sind von mir. Aber vielleicht ist es ja ein schöner Ersatz für irgendwas. Ich habe zum Beispiel gestern
auch gefunden, dass ich Kleinsteins hatte im Hyperball, was cooler aussieht als im Fliegeball. Und dann habe ich die ersetzt zum Beispiel. Alles geht besser. Okay. Ich muss jetzt Essen machen. Vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns morgen wieder zum Pokémon Day. Um 3:15 geht's hier los. Und dann schauen wir den Countdown an. Und drücken die Daumen, dass alle enttäuscht werden. Habt keine Erwartungen. Wenn ihr keine Erwartungen habt, werdet ihr umso glücklicher sein, wenn was Cooles dabei ist. Aber ihr werdet auch nicht enttäuscht, wenn nichts dabei ist. Wie ich so oft enttäuscht wurde von Directs und Pokémon Presents. Deswegen, tüdelü und bis morgen.